Ja, hallo, meine lieben Freundinnen und Freunde der Rundenstrategie, auch die lieben Kerle, grüße ich hier draußen. Es geht weiter mit dem wunderschönen Spiel Age of Wonders 4 von Triumph Studios. Jawohl, wir haben es geschafft, wir haben einen Termin gefunden und mit wir meine ich nicht nur mich in dritter Person, sondern den lieben Fayette, den ich hier heute als Gast habe. Ich grüße dich, guten Abend. Hallo, ich bin der Gast, Fayette. Er ist ein professioneller Streamer und YouTuber, wie wir jetzt gleich raushören könnt hier. Ich freue mich tatsächlich sehr stark drauf, dass wir jetzt hier die nächste Runde spielen. Ja, und Fayette, du hast dir ja ein bisschen was ausgedacht da bei dem Szenario, was man Du heute hast dir gerade spielt. Sachen ausgedacht, als du gesagt hast, ich wäre Streamer. Ich bin höchstes Gast hier bei dir. Ja, okay, Entschuldigung, war alles gelogen. Alles war eine Lüge. Ja, ja, und heute hast du gesagt, okay, wir spielen mit fünf Fraktionen auf dieser Karte. Ja, theoretisch vier, die fünfte ist unsere Siegbedingung. Genau, das ist nämlich der Bibliothekar, der liebe Noctus, der in unsere Heimat eingedrungen ist, muss man Ein dazu sagen. Ork-Bibliothekar. Das ist wichtig zu erwähnen und der, sagen wir mal, Roleplaying-technisch verändert hier unsere Landschaft. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit können sich die Gebiete Hatte die verändern. Liste offen, aber ich habe es auf dem zweiten Monitor gerade mit was anderem überdeckt. Ich bin sehr clever. Macht ja nichts. Ich habe es ja noch halbwegs im Kopf, was du alles gemacht hast. Das ganze Spiel hat einen ganzen arkanen Fokus natürlich. Also es gibt hier mehr Nexus und alles Mögliche, hat alles was ein bisschen mit Magie zu tun. Es gibt mehr Astralwesen auf der Karte und sowas und so weiter und so fort. Und ja, wir haben uns auch zwei lustige Fraktionen ausgedacht, die jetzt versuchen hier das zu meistern. Denn derjenige, der den Noctus besiegt, der gewinnt auch das Spiel. Es gibt zwei zufällig generierte KI-Fraktionen, die auf, glaube ich, schwer eingestellt sind von dir. Ja, aber mit offener Und Diplomatie auch, wenn die schwere KI da nicht so interessiert dran ist. Außer okay, die sind das im ist. Krieg mit irgendwem oder sind schon sehr klein. Ja, das ist richtig, da hast du auch recht. Und ja, da müssen wir mal schauen, ob wir uns da behaupten können in diesem Szenario. Ja, Fayette, als mein Gast in Anführungszeichen, wir machen das ja zusammen. Du hast eine Fraktion mitgebracht, das kann man bei dir ja auf dem YouTube-Kanal jetzt auch bestimmt sehen. Was hast denn du da Das Schönes hier dir noch offen, ja. zusammengebacken? Ich habe Warhammer Fantasy Beastman gebaut. Bist du Ich habe platzfertig? vergessen, wie meine Fraktion heißt. Steht das hier? Runenjäger, da steht's. Puh, clever. Ja. Weil das sind Barbaren von der Kultur her. Deshalb haben die relativ wenige Reittiere, bis auf den Scout. Ich habe mich also für Athletik entschieden. Anstatt 32 haben meine Einheiten 40 Punkte Bewegung. Das ist so viel, wie quasi jemand auf einem Reittier hat. Und die sind im Kampf leichtfüßig, heißt, die können durcheinander durchlaufen, damit die sich nicht gegenseitig im Weg stehen. Also ich habe mir Die sagen lassen. Barbarenkultur, da kommt bei mir sagenumwobene Jäger mit. Die bekommen mehr Ressourcen, wenn die alte Wunder einnehmen oder ich glaube gegen diese, genau, Plagen kämpfen, gegen die Banditenlager. Außerdem sind meine Fernkämpfer besser und die Barbaren bekommen ja von Haus aus T2 Bogenschützen, die relativ stark sind. Ich habe Runenschmiede mit dazu, damit die sich auf ihre Holzbögen irgendwie ein paar Sachen ritzen können. Dann schießen die Feuerpfeile und so. Deshalb fangen die Buch der Pyromantie an. Ich guck mal, es gibt ja einen Haufen Mana auf der Karte. Das heißt, ich müsste eigentlich ein paar Volksverzauberungen ans Laufen kriegen. Ja, du hast wirklich die Beastman gebastelt. Das ist großartig. Das ist schön. Das Spiel lädt dazu ein, einfach, muss Sonst ich müsste ganz ich halt ehrlich mal sagen. gucken im Vergleich zum letzten Mal. Also ich kann diesmal mehrere Städte haben. Letztes Mal hatte ich ja die Kunsthandwerker oder was, die nur mit einer Stadt spielen wollen. Da muss ich eh ein bisschen üben mit Außenposten und so. Da bin ich nicht so drin hier im vierten Teil. Das habe ich im dritten Teil besser hingekriegt. Ja, aber gegen mich wird es reichen. Hauptsache es reicht gegen die KI. Das ist das Allerwichtigste jetzt hier mit dem. Der Noctus soll ja ein bisschen was auf dem Kasten haben. Und du spielst Okay. Giftfrösche. Ja, ich spiele Giftfrösche und zwar richtig, und zwar sind es Erdkröten im Ganzen. Ich starte auch jetzt anders als du. Ich starte im Tiefenreich, das muss man wissen. Ich habe natürlich deswegen das Buch des Gesteins und Quatek Quapp kommt hier rein mit seinen Quakonian, ja. Und es sind natürlich Krötenwesen. Ich habe mal wieder urtümlich mitgebracht, mit oh, Achtung, mit einer Tunnelspinne. Also ihr werdet ganz viel Arachniden sehen. Also wenn dann
Geschmissephobie hat, Obacht hier auf meiner Seite. Also ich habe insgesamt auch Schreckensspinnen, Reittiere. Meine Fraktion ist giftig. Das heißt also, wenn die im Nahkampf hier mit mir sich austoben, vergiften die sich. Das ist halt einfach das. Hat was damit zu tun, wie die Strategie auf dem Schlachtfeld aussieht, dass ich die Gegner umlaufe und halt natürlich vielleicht überspringe und die in die Nahkämpfe zwinge und sie immobil mache mit den Spinnen. Und es sind halt auch gnadenlose Räuber und Ritualkannibalen. Ihr müsst euch das einfach vorstellen. Das ist ein sehr urtümliches Volk, also Kröten, karnivore Kröten, die mit Spinnen in einer Höhle eine Symbiose bilden, in einer sehr unwirklichen Welt, und gucken müssen, wie sie irgendwie klarkommen. Und jetzt kommt natürlich der Noctus plötzlich daher und fängt an, das Ganze hier zu umzuwandeln. Und da haben wir echt was dagegen, also mindestens Quartic-Quap. Das ist so die Schnellform von meiner Fraktion. Ne? Da bin ich mal gespannt, wie das laufen wird. Ich klicke Ich jetzt hier glaube, der mal auf den. Noctus steht auch nicht so auf Diplomatie. Den muss man töten, mit dem kann man sich nicht verbünden. Gibt ja, wenn man die drei Herrscher oder so hat, da kann man auch gewinnen, indem man sich mit allen drei verbündet. Quasi damit sich mit ein oder zwei von denen verbündet und dann den dritten tötet. Aber gegen den Noctus muss man kämpfen, soweit ich weiß. Ja, und der hat auch verschiedene Startvorteile, muss man wissen. Also der Der hat startet ja jetzt auch mit einem schon eine größeren Reich. extrem große Stadt und er sollte auch eine zweite Stadt schon haben und ich glaube auch schon mehrere Helden. Also der Genau, ist uns bestimmt 20 Züge voraus. So kann man das sehen und ich glaube, der startet auch im Tiefen Reich, wenn mich nicht alles täuscht, so wie Ja, konntest ich. du das irgendwie einstellen oder bist du jetzt einfach wirklich zufällig im Untergrund gestartet? Na, das kann man einstellen, aber wenn du die Tunnelspinne in der Urtumsfraktion startest, startest du automatisch in der Tiefe. Ah, okay. Ja, ich habe mir die Deshalb. Urtumsleute noch nicht so angeschaut. Deswegen sage ich es ja. Ich habe als Startzauber den Gesteinssturm bekommen und wie immer halt die angestammte Harmonie. Also ich kann heilen oder halt große Steine auf Gegner schmeißen. So. Gut, legen wir los. Ich bin bereit, ich habe schon mal einen grünen Haken geklickt. Ihr seht jetzt hier auch mal das Tiefenreich. Das haben wir beim letzten Mal überhaupt nicht gesehen. Zumindest sieht man das jetzt mal bei mir. Das ist eine coole Sache. Und dann schauen wir mal, wie die Ganze hier gestaltet ist. Und ich sehe auch wirklich, das sehe ich schon, da ist einiges an Mana rumliegend. Was können Was habe meine ich denn Leute hier? überhaupt? Ich weiß nicht, ob ich mal Barbaren gespielt habe. Mein Speer, der nichts sehen kann, weil die Mütze über den Augen ist. Das ist mal cool. Zeige auch gerade meine Einheiten. Das ist übrigens mein Hauptheld-Charakter. Ja. Sehr schön. Animisten mal wieder, das sind so ein bisschen die Heiler und Supporter. Hier Beschützer sind die Nahkampfinfanterie auf der Spinne. Nicht zu Fuß unterwegs und natürlich habe ich wieder die Blastrohrschützen. Dachte einfach, das passt ganz gut zu so einer Fraktion. Fangen wir an, mal hier ein bisschen zu erkunden. 40 Mana können wir mal mitnehmen. Tiefenreich ist ein bisschen tricky mit der Entwicklung. Da müsst ihr aufpassen, weil die Gänge, die sind nicht zu besiedeln. Das sollte Kannst man du auch vielleicht buddeln ein. skillen, oder? Oder kannst du das schon von Anfang an? Ich kann es jetzt gerade nicht nachgucken. Ich glaube, das geht erst, wenn die erste Runde vorbei ist. Ich meine, dass die das können. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, Ich ich spreche nur kriege die so wenig. Pyromantin noch mit dazu. Da gibt es ein bisschen gar Magieunterstützung für meine Barbaren. So, wir werden jetzt auch anfangen. Gotaheim, na, wenn die das sagen. Stadtnamen habe ich wieder vergessen umzustellen. Also meine Hauptstadt nennt sich Quakla. Ich brauche diesmal ein paar mehr Scouts. Was habe ich denn bekommen? Ich habe ein wärmendes Band bekommen, einen Ring mit +4 Frostwiderstand. Ob Ach, das meine was bringt? Barbaren-Scouts können sogar Außenposten bauen. Na, das ist ja Premium. Ach, richtig. Und die machen extra Schaden, wenn die critten. Hatte ich nicht schon auf Ende gedrückt? Doch, auf andere Spieler warten. Beende dann Runde. Ach so, ja, mein blauer Punkt ist weg, weil ich auf Ende gedrückt habe. Genau, da oben ist so ein kleiner Punkt. Ich kann die Erdabtragung vom ersten Moment an. Nur so für dich zur Okay, Info. ich müsste Also das zuerst genau. skillen, dann unter den Imperiumssachen. Reichsentwicklung. So, bauen wir erstmal wieder ein Gut, ja, schönes hier ist alles Lagerhaus. Toast. Hier ist überall Aschenland mit nichts drin. Das kann sich theoretisch ändern jetzt von Runde zu Runde. Also kann sein, dass hier gleich irgendwo ein Wald aus dem Fußboden hochschießt. Das ist sehr cool gemacht. Und das macht der böse Bibliothekar. So ist es. Böse ist er. Was mache ich denn? Mache ich jetzt schon gleich Erdvolk? Nee, mache ich nicht. Dann mache ich Ja, mach dich zu Gesteingeisterbeschwörung. kleinen Buckeln. Ja, das wollte ich so haben. Die leben ja da so im Schlamm, im Matsch, in der Erde. Das soll genauso aussehen. Also jetzt habe ich auch Runde Ende geklickt. Die KI übrigens, wir haben uns kaputt gelacht, der Fayette und ich. Wir sind da reingestartet, da hieß es schon auf Kampfwaden. Die KI ist schon gezogen. Wir ziehen simultan Wow, hier an. ist wirklich einfach ein Wald aus dem Fußboden geschossen. Ich merke schon, du hast es noch nie gehabt. Ich Nein. habe das schon mal, ja.
Oh, Tiefentox heißt mein Tier. Oh, ja, von den Krakonien. Die Symbiose hier, da wollen wir doch gleich mal dahin reisen. Da ist sie. Und dann habe ich mein Ziel abgeschlossen. Jawohl. Und ich soll mir das anschließen, dieses Urtum, diesen urtümlichen Baum. So, Und ich muss auch eine buddeln. Försterei hätten die gerne. Dann nehme ich doch einfach das Ding hier, wo gerade Wald hochgeschossen ist. Das trifft ja, das trifft sich dann ganz gut. So, ich kann bei dem Ausgraben auch Boni erhaschen, müsst ihr Ja, wissen. das kriegen ja, glaube Also. ich, alle, die buddeln können. Ja. Kriegst ja Ressourcen dann für. Genau, exakt so ist es. Ich Auf, habe hier ich gönn unten. mir noch einen dritten Scout. Warum denn nicht? Die Außenposten bauen können. Die Festung des Leids. Altes Wunder, Bronzeschwierigkeit. Das geht eigentlich noch. Ja, die fand ich So, ja beim dritten Teil auch ein bisschen angenehmer, die Dungeons. Die waren da irgendwie, ich weiß nicht, spannender zu spielen als hier. ja, muss ich auch dir recht geben. Also, ja, kann ich nichts widersprechen. Überhaupt nicht. Ich muss Ein hier Wachen kleines nebenher meine Wachen Monsterversteck einstellen. Bronze, das können wir direkt einkassieren. 132, ob sich das lohnt, dann hätte ich noch genug, um noch ein Gebäude in Auftrag zu geben, also wahrscheinlich schon. And Dann hi, Lisa. push mal das durch. Oh, Feierabend. Vielleicht würde ich gerne Ja, von uns überrannt. Flup. ich konnte nicht viel machen jetzt am Anfang. Ui, was habe ich denn da bekommen? Hier schießt überall Urwald aus dem Boden. Ich höre es bei dir Brumms. Ständig. Was haben wir hier? Zwei Spinnen und ein umrankter Diener. Uff, warum sind denn meine Truppen schon so Toast? Das war einfach. Wo gehe ich So, jetzt hier hin? bekomme ich jetzt einen super fetten Bonus, weil ich Jäger spiele. Genau, ich habe für die Bronze, den Bronzebanditenunterschlupf, habe ich jetzt 117 Nahrung und 200 Gold bekommen. Ich krieg Nice. 75% Bonus. Und die rote Fraktion, also Chaos-Affinität, hat ja auch damit zu tun, dass man viele KI-Gegner bekämpft und dafür dann Einheiten und Gold und sowas zurückbekommt. Sollte also alles irgendwie ein bisschen zusammenlaufen, früher oder später. Ja, ich bin ja mit zwei Chaos, zwei Natur und zwei Materium gestartet. Bei dir sieht es ja ein bisschen anders aus. Naja, 3, 2, 1 halt, nicht Chaos, Natur, Materium. Zack, ja, ein bisschen. Achso, mein Held hat zwar einen Bogen, aber kein Reittier, weil das nicht der normale Bogen ist, sondern dieser Krähenmeisterbogen oder so aus diesen Spezialgegenständen. Also die Punkte, die man da bekommt, wenn man eine Runde gewinnt, ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Ich auch nicht. Frag mich doch nicht so Sachen. Auf jeden Fall habe ich anstatt einem Mount, habe ich ja als Passivfähigkeit, dass mein Held in jedem Kampf einen Trupp Krähen beschwört automatisch. Ich fand, das passt zu den Jägern ganz gut thematisch. Er fängt immer mit ein paar Vögeln an. Ja, nicht verkehrt. So, bauen wir einen Forschungsposten. Weil Wissen ist cool. Behauptest du? Ich habe hier nicht eine einzige Monstergruppe übrigens im Tiefen Reich. Ich habe in einer großen Entfernung habe ich erste Ich kleine habe hier Monster-Stack. überall so kleine Astral-Irrlichte und diese riesigen fließenden Schlangen mit einem Auge voran. Die sehen super eklig aus. Ich müsste meinen Untergrund auch mal erkunden, nicht, dass da Leute drunter sind, oder? Das könnte plötzlich gefährlich werden. Da taucht plötzlich so eine Erdkröte auf und macht Schnapp. Ich habe hier oben schon Nein. schleimige Druiden, die sind Skelettkröten. Eklig. Ich hab Ich bin's vergessen, was nicht. ich vorhatte. Das haben alle gezogen. Ja, da gibt's nichts zu tun. Hier kommt doch genau da. Erdabtragung, allgemeine Reichsfertigkeit. Abtragen von Erdgelände. Genau, hier bei Rot kommt dann der Sieg über eine Plage, gewährt dir eine Einheit auf Basis der besiegten Plage. Also das Rot passt ganz gut zu den sagenumwobenen Jägern. Ja, das ist stark. Das ist eine starke Kombi. Ich glaube, ich hätte hier noch ein bisschen pushen können, was mein Geld angeht, aber Muss es ja auch nicht gleich übertreiben.
Ich muss ja gerade erstmal ein bisschen warten mit meiner Erweiterung von meinem Reich, dass hier noch irgendwas aufpoppt, weil es werden nur Felder, die noch nicht belegt sind, umgewandelt, oder? Ja, die noch nicht umgewandelt sind. Sobald sie umgewandelt sind, bleiben sie in diesem Zustand. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert und dass das passiert. Ich weiß gar nicht mehr, ob das 50% war. Und dann wird sozusagen ausgewürfelt, was es wird. Also so muss man sich das vorstellen. Aha. Na, dann laufen wir einfach mal die Straße ab. Irgendwo müsste ja eine neutrale Stadt kommen. Verlorener Turm, sind wirklich viele alte Wunder. Der ist aber Goldschwierigkeit. Ich bin gerade mal kurz an die Oberfläche. Was ist die Oberfläche. Schrecklich, sag ich. Der Untergrund. Neue Forschung auswählen. Da, Krähenbegleiter. Wir werden es versuchen, der böse Noctus. Der hier alles durcheinander würfelt, der Kerlchen hier, dass wir den aufhalten. So, schön, dass du einschaltest. So, da kommt noch ein Beschützer dazu. Sehr cool, den habe ich in der letzten Runde vergessen. Mana-Knoten haben wir entdeckt, nichts haben wir entdeckt. Befehle sind noch erforderlich. Ja. Nix. Das hier so langsam habe ich meine Höhle komplett aufgedeckt. Ich glaube, ich komme sogar ein größeres Erdkrötenloch. Ein sehr großes, aber halt auch sehr eingeschränktes. Oder könnte ich noch einen Forschungsposten bauen? Ich kann nicht so viel tun. Ein Scusi für meinen Stressmodus hier. Ein Steinbruch hätte das Spiel gern. Das können wir doch sicher realisieren. Also ich habe mir schon eine Goldmine gegönnt. Ja, die ist da ja mit dabei. Die Ahnenhalle der Seher. Oho. Ich finde das immer komisch, dass man Barbaren spielt und hier ist einfach so eine Premium-Stadt aufgebaut, in der die leben. So ist es ja mit dem Runenschmied und so. Dass die tun nur so, als wären die Barbaren. Die sind eigentlich nette Leute. Ich kann hier halt keine Beastman-Horde spielen. Ich brauche eine Stadt, tut mir leid. Das dann muss ich aber jetzt noch klären bei mir zu Hause, dann muss ich halt nochmal zurücklaufen für 2 Runden. Wenn ich da noch einen Außenposten bauen kann, dann brauche ich das. Ihr da, geht in den Untergrund. Oh, hier geht ja gar nichts. Hallo? Steingeist beschwören. Ich glaube, ich laufe hier auf eingefrorenem Wasser durch die Gegend. Großes Vogelnest, silberne Plage, okay. Und sind Drachen. Du hast ja echt Probleme, bei mir ist alles so tiefenentspannt und friedlich, verstehst du? Ja, ich guck nur, ob hier Leute im Untergrund wohnen bei mir, damit ich mir Gedanken machen kann. Scheint aber niemand da zu sein. Ich habe eh noch niemanden getroffen. Noch keine neutrale Fraktion und gar nichts. Ich auch noch nicht. Ich bin mal gespannt, ob ich nicht zuerst auf die Seefahrt klicken muss, damit ich hier diesen kleinen Fluss, den ich hier habe, diesen Untergrundfluss willst du befahren. Ich bin mir bleibt nichts anderes übrig. Ich habe ja sonst nur dieses eine kleine Loch, aus dem ich rausschlüpfen kann. Das Loch. Da ist, glaube ich, keine Stadt. Das ist so ein Piratenlager. Die haben dir letztes Spiel Ärger gemacht, gell? Ja, die können unangenehm werden, wenn die da plötzlich was spawnen. Wenn es 2 dann auf einmal sind, die ich auf dich losschicke und dann noch ihre Armee vereinen, dann sind es plötzlich 6 Einheiten, die da anklopfen und sagen, so, ich hätte mal gerne einen Tisch geplündert. Ich hätte eigentlich schon gern Furien und Kriegsschamanen frei, wenn der zweite Held bald kommt. Du bist ja schon weit in der Zukunft. Ja, der Zukunftsfayet plant schon wieder für den Vergangenheitsfayet. Ist Rundenstrategie, da darf man ja wohl eine Minute vorausplanen. Nur eine Minute. Das sind immerhin 10 D&D-Runden. Hui. Wow, der verlorene Turm. Wer hat denn den verloren? Wer stellt denn einfach so einen Turm? Der steht doch da, ist doch nicht verloren. Oder war der vorher immer woanders? Ja, den hat irgendjemand da liegen lassen. Oh. Der Untergrund, hier geht's nicht weiter, hier müsste ich mich durchbuddeln. Muss ich jetzt Leute im Untergrund stehen lassen, damit sich da niemand durchbuddelt? Der Scout dort würde gern wieder nach oben gehen, danke.
Hier sind wirklich viele. Ich hätte nicht gedacht, als ich auf mehr alte Wunder geklickt habe, dass ich alle 2 Meter über eins drüber stolpere. Du hast es so eingestellt. Quatsch an. Böse Präsenz. Oh, die schläft aber noch. Das Problem ist jetzt, weil meine komplette Armee alle zusammen 40 Füße haben, kann ich nicht einfach so meinen berittenen Helden anklicken, um einen Schritt weiter zu gehen und irgendwelche Neutralen anzugreifen, weil die alle gleich weit laufen. Yeah. Das gibt's nicht. Ja, hier gibt's plus 2. Das da will ich gleich freiräumen, dann mache ich da noch einen Forschungsposten drauf. Dann passt das doch. Regenbegleiter für die Scouts gibt's dann gleich. Dann sehe ich auch mal was zur Abwechslung. Stimmt gar nicht. Ich habe noch einen zweiten Aufgang. Der ist direkt vor meiner Haustür und ich bin ihm einfach mal komplett vorbeigelatscht. Das war jetzt legendär. Ja, Q-Bams, ich grüße dich. Hi, hi, schön, dass du einschaltest. Ich bestimmt auch, den kenne ich. Hallo. Der ist gleich wieder so aggro. Das muss mir aber ja gefallen, dass du da so eine Beastman-Fraktion machst. Also von daher, oh, der Tempel der Tunnelspinne sieht ja mal geil aus. Ich glaube, ich bin alleine hier auf meiner Ecke von der Karte. Ich kann zumindest ja, die Ecke sehen und hier ist sonst niemand gewesen. Hm, strategisch günstig, würde ich behaupten. Ja, jetzt muss ich nur noch schauen, wo ich einen Außenposten hinsetze. Damit ich diesmal auch daran denke. Außenposten bauen. Mhm. Dinge einnehmen. Ressourcen stehlen. Mhm. Muss ein bisschen mehr Aggro sein diesmal. Nicht so schmusi-spusi wie beim letzten Mal. Hui! Gegner drauf. Aber der Turm da, auf den passt aber niemand auf. Der ist aber nicht verloren gegangen. Der steht da nur. Aber einen verlorenen Turm habe ich ja auch gerade gesehen, glaube ich. Mhm. Kann ja öfters auf der Karte vorkommen. Die werden öfters verloren. Komisch, dass die alten Wunder öfters auf der Karte auftauchen können. Ja, er spielt wieder sowas Interessantes. Er hat sich Beastman gebaut. Warhammer Beastman hat er sich gebaut. Der liebe Fayette. Siehst du ja schon morgen auf YouTube. Das sehen wir noch. Bis morgen ist wenig Zeit, Mann. Musst du schneller werden. Was ist los mit dir? Yippie. Ich muss Audioqualität überprüfen und so. Ich drücke ja nicht einfach auf Hochladen. Ich schaue mir das vorher alles selbst an. Komplett durch, ne? Ja. Stell dir mal vor, ich rülpse aus Versehen. Das muss ich rausschneiden. Das stelle ich mir jetzt nicht vor, aus Gründen. Da haben sich in der Outward-Kampagne, die ich mit meinem Bruder gespielt habe, Leute darüber beschwert. Das ganze Gerülpse muss ja nicht sein, das ist schon ein bisschen eklig. Haben uns richtig kaputt gelacht drüber. Letzte Absicht nicht weitergeführt. Ja. Das gehört alles zum Roleplay, Leute, das müsst ihr auch verstehen. Hier steht ein gigantischer Leuchtturm in meiner Bude mit riesigen Häusern drumherum und Rathaus Nummer 2 heißt Gemeinschaftszelt. Ich habe die Möglichkeit, eine Akademie zu bauen und mein Rathaus 2 heißt Gemeinschaftszelt. Spiel, ey. Komm mal auf deine Konsistenz klar hier. Was ist denn der Plan für die Barbaren? Ja, genau. Ja, das ist barbarisch, wie sie mit dir umgehen. Merkst du es nicht? Ja, ich baue meinen Herdenstein ab und ziehe nomadisch durch die Gegend. Jeder Wald gehört mir. Willkommen in der Ödnis. Da wart mal auf deine Wälder. Dass hier ist keine Ödnis mehr. Hier ist überall Wald bei mir. Ist ekelhaft. Ich wohne mittlerweile im Dschungel. Bis auf die Felder, die ich schon eingenommen habe und Akademien draufgebaut habe, bevor mein Gemeinschaftszelt fertig war. Die schlafen alle draußen auf dem Fußboden mit Monokel im Auge. Finde ich schön. Die Ahnenhalle der Seher wurde produziert. Ja. Ich beende meine Runde. Das ist schön. Denke ich. Da, noch ein Wald. Lustig ist, dass meine berittenen Einheiten auch nur 40 Bewegungspunkte haben. Also es macht wirklich keinen Unterschied bei mir, ob die auf Reittieren sitzen oder zu Fuß unterwegs sind. Außer, dass sie dann als Kavallerie gelten.
Oh, das ist jetzt gut zu wissen, dass ich hier dieses Problem vor der Haustür habe. Schön. Was ist das? Magisches Artefakt. Hier im Drachenbau, direkt vor meiner Haustür, ist nicht euer Ernst. Ja, wenn ich den angreife, dann stirbt mein Kriegsschamane. Dann muss ich das vielleicht selbst machen. Hier. Ja, ich weiß. Dann ja, siehst du ja jetzt meine ganze Armee. Oh Gott, Himmel. Die Tier 1 Einheiten, mir wird es schwindelig. Die Glutfeste. Ja, willst du das machen? Weil ich muss jetzt auch gleich einen Kampf auslösen. Puh. Oh. Ich drück mal auf automatisch und lass mich überraschen. Ach, die wollen sich eh verdrücken. Die wollen mir Mana geben. Hat sich dann wohl erledigt. Die sind von meinem mächtigen Anführer, checke Namen, Koltrak, der Auserwählte, geflohen. So, ich kriege jetzt 18 Einberufungen, 18 Gold, 18 Nahrung, 18 Mana, dafür, dass ich diese Sache da jetzt erobert habe und ein paar Level-Ups bekommen. Sehr schön, und Nummer 106 Produktion, das kann man gebrauchen. Endlich tue ich mal was außer der Reihe noch dazu verdienen, das ist nämlich ganz wichtig. So, du kannst einfach da stehen bleiben oder verändern wir was noch in der Armeestruktur. Ja, eigentlich muss diese blöde Kröte raus, die ist mir zu langsam. Würde das denn was bringen? 42 Gold hätte ich dann noch übrig, außer ich kann kein Mathe. Kann passieren, lass mal uns überraschen. Doch, ich kann wohl ein bisschen Mathe. Glück gehabt. Ich gratuliere dir dazu. So, wo warst du denn? Du warst da oben und möchtest hier das Mana einsammeln, ja. Und da ist noch eine böse Präsenz, okay. Und das ist auch der Drachenbau. Und was hockt auf dem Drachenbau? Ein Vorbild. Ein Ork auf einem Adler mit Engelsflügeln, die in einem Schild verwachsen sind und der hat einen leuchtenden Ring über dem Kopf schweben. Gesundheit. Das sind ja, hast du Noctus gefunden? Der sieht ein bisschen anders aus. Wenn ich mir die Foren angucke von Spielen, die Prozenttrefferchancen haben, will ich mich nicht über allgemeine Mathekenntnisse äußern, okay? Da gewinnt niemand. Ja. Einfach ja. Weil wie kann ich 4x 80% hintereinander vorbeischießen? Das ist statistisch unmöglich. Die Eins sind voll im Würfel, mein Lieber. Geht gar nicht. Geht ja wohl. Die Eins verschwindet von dem Würfel, wenn ich einmal eine Eins gewürfelt habe. Bis ich die Zahl hatte, die ich gerne habe. Hier wächst wirklich nur Wald bei mir. Hier schießt überall so Urwald aus dem Fußboden. Was bist du, Tier 2? Fliegende Schlange, alles klar. Wen hast du hier Tier genannt? Das Tier. So, du musst jetzt erstmal hier verschwinden. Du machst meine Armee zu langsam. Zauberstab der Provokation. Aha. Noch immer. Schaffen wir das jetzt noch ohne Verluste, oder? Hier war es knapp, glaube ich. 10 Punkte mehr Heilung pro Zug waren schon echt nett, die meine Rattenmänner hatten. Ja, das macht's echt entspannt. Oh, okay. Aber das kostet dann noch 3 Punkte oder so, die Fähigkeit. Also günstig war das nicht. Du, einmal Schiffe erforschen, bitte. Danke. Jetzt können meine Scouts endlich ein Floß craften. Dann bin ich die schon mal gut los. Das habe ich gemacht. So, was kann ich noch haben? Diese meine Vampirspinnenjungen sind sofort in einem Boot gespawnt. Die wurden geboren, die sind aus ihren Eiern geschlüpft und wussten, wie man ein Boot baut. Gute Vampirspinnen. Ja, du hast sie einfach unterschätzt die ganze Zeit. Der Sieg über eine Plage gewährt dir eine Einheit auf Basis der besiegten Plage. Ja, danke. Hey, das ist doch mein Ding. Nein, das ist auch mein Ding. Aber ich bin doch Chaos-Affinität. Chaos und Natur. Und Industrie. Weil, warum nicht? Klingt nach ganz normalen Barbaren, ja. So, neue Forschung. Cool.
So, mach erstmal die ganze Chose hier günstiger. Inspirier die mal alle ein bisschen. Der hat sogar ein besonderes Schild, sehe ich gerade, genau. Geringer Blitzschild. Wenn ein Nahkampfangriff im Kampf trifft, erleidet der Angreifer 6 Blitzschaden. Okay, und wir sind giftig. Plus 2 Verderbniswiderstand. Nahkampfangreifer haben eine Basischance von 60% mit vergiftet belegt zu werden. Und wir haben eine Immunität gegen vergiftet werden. Möchte ich noch ganz kurz erwähnt haben. Ja, diese Reichsentwicklung habe ich ja jetzt gemacht, Spiel. Achso, dürfte ich das noch machen? Ja, das will ich aber jetzt noch nicht. Ich will mal das Imperium noch aufheben. So, jetzt brauche ich als nächstes. Ah ja, da oben wollte ich hin. Den Nexus wollte ich noch bauen. Wunderbar. Damit wir ein bisschen mehr Mana wieder bekommen. So, Quackler, haben wir irgendwas? Füge die Einheiten brauender Oger und schlachtender Oger zur Vasallenmobilisierung hinzu. Ein Diktier mit einer Höhle der Tunnelspinne gewähren 5 Mana, ändert das Gelände mit einer Rate von 1 Provinz pro Runde zu einem Pilzwald. Der Wirkungsrate entspricht der Stadtstufe. Sehr geil. Bitte einmal den Tempel der Tunnelspinne errichten. Und weitere Beschützer produzieren. So hätte ich das gerne, bitte. Haben wir eigentlich Stadtstaaten, also neutrale Fraktionen auf der Karte, oder sind die sehr selten? Ich habe da nichts dran gemacht, ich habe aber noch keine gesehen. Normalerweise hätten wir ja schon unsere Startfraktion finden müssen. Also ich habe sie auch noch nicht gefunden, exakt. Kann sein, dass sie rausgeflogen sind wegen dem kaputten Land, wobei sich das mittlerweile ja schon geklärt hat. Das ist ja alles jetzt schon wieder bewachsen hier. Ich habe kaum noch Vulkanlandschaft in der Gegend. Oh, der Leuchtturm offenbart. Da sind noch viel schlimmere. Oh Gott, das ist ja. Was soll ich dagegen tun? Nix. Wo lebt der Typ denn überhaupt? Der ist irgendwo im Untergrund, nicht? Bestimmt. Er ist im Tiefen Reich irgendwo, so meine ich mich zu erinnern. Na gut, ich klatsche hier oben irgendwo in die Ecke mal noch eine Stadt hin, weil es einfach gut aussieht hier. Gegen den Drachenbau kann ich überhaupt nichts machen. Ich habe hier auch 2, 3 Plagen rumstehen, die mehr Punkte haben als meine Hauptarmee. Ja. Hallo, Tier 5 Einheiten, Frostdrache einfach, ne? Frost. Direkt vor der Haustür sozusagen. Aber er ist völlig krank. Gar Kannst keine du nicht Chance mit geben. Dem reden, du hast doch so Bestienbändiger. Nee. Ich möchte das nicht. Hallo, Herr Frostdrache, können wir nicht Freunde sein? Tja, was denn jetzt? Ist ja jetzt alles doof. Da müssen wir die Strategie vielleicht doch ein bisschen verändern. Wir machen das jetzt mal anders. Dann machst du bitte nochmal eine Geistsucherin. Alter. Das bringt mir dann nichts. Jetzt musst du da Bankation tacken denken. Wann ist Songs of Conquest? Ist nächsten Dienstag, gell? Den nächsten Dienstag, ja. Mal schauen, mal schauen. Auch schon ewig her, dass ich das gespielt habe. Hat sich viel verändert zu dem Zeitpunkt, als du das letzte Mal angepackt hast. Und es ist super gut geworden. Nee, ich will jetzt nichts zaubern spielen. Ja, langsam, ja, jetzt haben wir so langsam sowas wie eine Armee. Den Untergrund, da schaue ich mal rein. Und hier würde ich dann doch wohl irgendwo mal ein Städtchen hinknallen. Die Frage ist nur... Wohin? Der Wachturm in meiner Stadt drin ist, bringt mir das nichts, gell? Weiß ich nicht. Da steht zumindest nichts mit dabei. Sie fliehen in ihre Strecken im Reich bis es eines Charakters, die Unabhängigkeit wird von diesem Ort entfernt, oder? Ja, ansonsten wird die gute Tat des Charakters. Quartikwap verliert 120 Mana. Wie das immer, dann. Böse! Okay, was haben wir hier? Amulett der Vitalität haben wir gekriegt. Wow. Ja. Das hätten wir dann gerne mal ausgerüstet, weil die 10 Trefferpunkte kann man gut gebrauchen. Kann zwischen Leben und Tod entscheiden. Klingt sehr dramatisch. So. Ich kann nicht anders. Yippie! Okay. Ah. Menschen, dass so viele einschalten heute. Krass. Freut mich immer. Hallo, ihr vielen Einschalter. Nicht Ausschalter, Einschalter. Es schimmeln da meine Truppen rum, ne? Das wollen wir eigentlich so gar nicht. Nee, die sollten unterwegs sein und Dinge tun. Die krabbeln jetzt los.
Was ist denn hier los? Also, ich habe bei meiner Spezialfähigkeit die Auswahl zwischen Teleport, Teleport mit Feuerexplosion, Elementargeist beschwören, Tier beschwören und Toten beschwören. Mm. Was will das Spiel denn von mir? Hast du was beschwörst? Ja, ich beschwöre ein Tier lieber als ein Untoter oder Elementar für meinen Siegenmann. Ja, was gibt's denn hier eigentlich noch so Feines? Müsste ich nicht da unten mal ein paar Sachen drücken? So wie inspirierender Anführer. Das hab ich mal drauf gedrückt. Finde ich ganz nett, immer 20%. Ja, lohnt sich ja später eigentlich erst mehr, wenn man auch Einheiten hat, die was kosten. Ja. Der T1-Abfall kostet ja nichts. Desto später man es drückt, desto unrentabler ist es aber trotzdem. Jo. Man kann sagen, wir uns gegenrechnen lassen, ja. Zeit Mathe auszupacken. Ja, da können ja mal unsere Community, ne, sagen, ne, wie viel das bringt. Ne? Das ist wie die goldene Gans in Battle Brothers, die gibt, ich glaube, 4.000 oder 5.000 Gold, wenn man die verkauft, oder irgendwie 30 Gold am Tag. Da muss man dann gucken, wie lange man vorhat zu spielen. Dauert nämlich einen Moment, bis sie sich sonst gegenrechnet. Ich hätte gerne eine zweite Furie, damit ich meinen Plänker, meinen Spalter loswerde. Okay. Hier haben sie diese schrägen T1-Hybrideinheiten, die Barbaren mit den Wurfspeeren. Mhm. Die können doch durch gegnerische Zonen durchflitzen und so und Speere werfen oder einen Schlag-Nahkampf machen und dann wieder gehen. Die sind ein bisschen komisch. Mhm. Hier unten wachsen überall Pilze. Oh, das sehe ich KI-Speer. Ich habe Noctus kennengelernt, er ist natürlich in meiner Nähe. Du wohnst ja auch im Untergrund. Die schwankende Turmspitze, oh, ich sehe es. Der obere Teil vom Turm ist explodiert und wird einfach nur durch so einen lila Zauberstrahl oben gehalten. Das ist tatsächlich eine schwankende Turmspitze. Mhm. Na dann, viel Spaß mit dir und Noctus. Mhm. Ich warte dann hier, bis er dich vernichtet hat. Ich bin so innerlich so ein bisschen gestorben, aber ist okay. Ist ach, ja, was soll schon passieren? Ist doch nur Noctus. Mhm. Ich kann einen neuen Helden haben. Die Gruft der verlorenen Königin. Ich will auch einen neuen Helden. Bei mir hat sich niemand gemeldet. Okay. So, diesmal muss ich den Zaubererturm ein bisschen früher bauen. Der gibt erhöhte Sichtweite. Das ist eigentlich ganz cool. Und mehr Imperium. Kann ich hier so bauen? Ritualscheiterhaufen. Cool. Und ein Pfahlwald. Ja, das klingt doch auch schön. Bist du? Du bist einfach. Was hast du denn da? Einen riesigen Speer hast du mitgebracht. Okay. Nee, sowas habe ich eigentlich schon in der Armee, aber der Bonus wäre ganz cool, ein Schattenadept. Und das andere wäre ein Magier, ne? Ja. Von den Quarkoniern. Aber das ist ein Chaos-Adept. Das wird mein, ja. Okay, was hast du? Magier geschickt, okay. Schön. Ach, hier. Dann einer von den Helden, der sich mir anschließen will, heißt Blutte der Schild. Der hat eine Axt und ein Schild und auf den Rücken gebunden hat er noch einen zweiten Schild. Ja, das ist doch geil gemacht. Er weiß, worum es geht. So, Helm. Mach mal diesen blöden Helm da weg. So, du kriegst jetzt das hier. Den rekrutiere ich gleich, der freut mich schon jetzt. Wenn du dich nicht Sir, wenn du dich nicht Sir Levis der Eingeweihte, sondern so ein Geschlammter nenne ich den jetzt mal hier. Ja, Plaster wäre kein schlechter Ort für eine zweite Stadt. Dann kann ich in die Richtung damit wachsen und in die Richtung damit und dann kann ich hier alles dicht machen. So oder so ähnlich. Änderung bitte übernehmen. Ja, so gefällt er mir. Jetzt heißt er anders. Quark ist der Eingeschlammte. Und sein Titel ist, er ist ein Wack-Wack. Gesundheit. Hm, danke.
Einheiten gewähren ihrem Besitzer beim Tod plus 10 Kampfzauberpunkte. Du bist ja aggro drauf, du Todeszauberer. Das ist für alle, glaube ich, so. Das war mit der Astralaufladung vom Land hier und sowas angedacht. Ist jetzt cool. Kein Vorteil für mich speziell, weil ich gar nicht zaubern kann, aber bestimmt für irgendwen anders. Auch wenn ich die 700 Mana in der Kiste habe anscheinend. Geht's mir nicht anders. Irgendwer freut sich sicher über das ganze Mana. Zum Beispiel Nocturus. Da ging er jetzt. Hat jetzt was 10 Runden gedauert. Da war die Karte wieder komplett nachgewachsen. Jetzt alles wieder Wald und schön hier bei mir. Das freut mich sehr für dich. Jetzt sei doch nicht so, nur weil du Noctis schon gefunden hast. Ich bin da absolut zufrieden und voller Frohgemut und freue mich einfach auf das, was mich jetzt gleich erwartet. Hat er dir schon den Krieg erklärt? Oder hat man automatisch Krieg mit Noctis? Nee, der hat mich erstmal angepflaumt. Oh oh. Oh, wer ist denn das? Gestattet mich vorzustellen. Ich bin Kriegsfürst Golthrak, der Auserwählte, der Runenjäger. Hoffen wir, dass dieses Reich groß genug für uns alle ist, behauptest du einfach. Ja, ich bin halt nett und freundlich. Du bist ja wirklich gut. Einstellung gut, plus 10. Pfui, was sind das denn für Barbaren? Wir sind gute Barbaren. Oh, dann seht ihr dann Fayette. Sehr schön. Ich hab den klassischen Conan der Barbar Lederstirnreif an. Cool sieht's aus. Um meine Haare zurückzuhalten. Fell und Haare. Ich finde das lustig, dass sie bei den Barbaren, dass die Ziegenmänner immer noch die ganzen Hörnerhelme alle tragen, wo die großen Ziegenhörner an der Seite dran sind. 1A. Wow. Bescheidene Herkunft. Okay, mein Kriegsfürst, eure Saga muss davon berichten, wer ihr von... Okay. Wer war ich früher? Weiß ich doch nicht. Ich finde es jetzt heraus. So, nachdem sich meine Armee im automatischen Modus beinahe selbst totgeschnetzelt hat. Genau, ich habe verloren geglaubtes Wissen studiert. So war es gewesen. Klingt absolut sinnvoll. Hat sich so ein Kröterich bei mir vorgestellt. Urvater. So alt siehst du gar nicht aus. Was ist denn da links mit dem Dude, der da in seiner Unterhose auf dieser Spinne reitet und diese Holzmaske anhat? Deine Jungs sind da schon wieder alle komisch drauf. Ja, natürlich. Der ist ganz schön baff für eine Kröte. Verhandlungen starten. Okay. Erklärung. Freundschaft erklären. Oh, wow. Das geht aber schnell hier. Das geht dir zu schnell. Tut mir leid. Hätte ich dir vorher meine Vampirspinnen vorbeischicken sollen? Oh, das sind ja tatsächlich meine Vampirspinnen, denen du da begegnet bist. Yippie. Du hättest aber das Grün von deinen Fröschen schon ein bisschen mehr an diese ekligen Spinnen anpassen können. Nein, es sind Erdkröten, hallo? Sagst du das so, also wüsste ich, welche Farbe Erdkröten haben? Ja, jetzt schon. Türkis? Die leben doch im tiefen Reich. Hallo, die haben noch nie so richtig was wie Sonne gesehen. Also müssten die weiß sein. Jein. Jetzt habe ich dich. Wie können wir das denn da umgestalten? Das gefällt mir ja schon wieder nicht hier. Ich bin nur am Truppen rumsortieren, dass einem schwindelig wird. So. Ich brauche schon mal ein Gefängnis, damit du Bescheid weißt. Nee, das ist okay. Bau das, mein Freund. Ich habe uns zu Freunde erklärt, einseitig. Nein, ich hab zurückgemacht, ich hab zurück. Was kann ich jetzt hier annektieren? Was meine denn hier eigentlich? Du hast mir auch ein Freundschaftsarmband gekauft für 50 Gold, das ist sehr nett von dir. Das ist voll süß, oder? Ja. Was nehme ich denn jetzt als zweites Buch? Soweit habe ich gar nicht geplant. Halt, stopp! Was passiert hier? Theoretisch das Buch der Verzauberung, weil ich ja Waffenverzauberungen haben will.
Buch der Evolution und mach drakonische Vitalität. Meine Jungs sehen da total komisch aus. Mhm. Oder ich könnte total ausrasten und zu meinen Feuerverzauberungen noch Giftverzauberungen auf alle Leute obendrauf packen. Gratis mit dazu. Klingt spannend. Oder ich nehme ein blaues Buch und mache einfach meine Leute stabil. Also ich kann im Hintergrund Leute rufen hören, nimm das Buch der Horde, das ist schrecklich OP. Und ich sage, ich mag das Buch der Horde nicht besonders. Wie süß, das kleine Spinnlein. Gift ruft Cubans. Cubans sagt zu dir Gift. Zu spät. The union of the worldly and the arcane. As it requires both a steady smithing hand and magical prowess. Mach spaltende Klingen, das macht extra Schaden gegen verzauberte Einheiten, oder? Läuternde Pfeile. Wo kommt diese kleine Spinne denn her? Wer, ich? Die habe ich auf einem Boot gefunden. Ich habe dir auch eine Zaubererverbindung geschickt. Hast du das gekriegt oder ist das irgendwie gescheitert? Ja, ich hab meine Liste noch nicht abgearbeitet. Ich störe da gerade random drin rum. Ah, cool. Immerhin drehst du die Einheiten nicht. Was denkst du? Ich habe gerade eine Siegesvision. Verbündete Einheiten in einem Umkreis von einem Feld erhalten 3 Glück. In einem Umkreis von einem Feld. Also eine Einheit. Cool, cool. Ist komisch formuliert. Ich glaube aber, dass es halt wirklich Nahbereichsausbreitung von 1 hat. Also das heißt, ne? Um die eine Einheit rum. Ich glaube, es ist eine Einheit. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich einen Helden kaufen wollte. Schick mir mal 10 Gold, sonst werden wir keine Freunde. Ich habe dir 50 geschickt, okay? Zaubererverbindung. Die Thronstadt der beiden Herrscher wird enthüllt. Herrscher können einander zum Krieg aufrufen. Ekelhaft. Ja, seid gegrüßt, Kriegsfürst Koltrak, der Auserwählte. Worüber möchtet ihr sprechen? Dein goldenes Augen-Make-up vielleicht? Gotaheim, jawohl. Ich sehe es hier. Ja. Sich die Mühe gegeben hier, die Barbaren. Ja, ich habe ein Gemeinschaftszelt. Das sieht man zwar da nicht in der Stadt, weil es sieht aus wie eine echte Stadt, aber... Hat was von Rohan, so von der Einrichtung her, ja. Wir haben eine Holzpalisade und überall Feuer. Auch an den Waffen und an meinen Bögen, überall Feuer. Brennendes Holz ist gut für uns. Gibt Wärme. Mein Handelsangebot wurde akzeptiert. Lebe wohl. Lebe wohl, ciao. Wir haben ja einen gemeinsamen Feind, nämlich Noctus. Ah! Das Reich des Bibliothekars, den Bibliothekar besiegen. Eine Projektion von Großkanzler Noctus erscheint und nimmt kaum Notiz von dir. Noch mehr Eindringlinge, die meine Arbeit stören. Kommt mir bloß nicht in die Quere. Ich habe übrigens darauf verzichtet, es vorzulesen. Oh, tut mir leid. Nein, das musst du nicht gleich. Warum ist denn das ein rosa Org mit türkisen Haaren? Was läuft denn bei dem? Ja, das willst du nicht wissen. Soll ich mal ein Willkommens... Ich kann ihm kein Willkommensgeschenk schicken. Ich würde gerne einen zweiten Helden rekrutieren. Mit Drohgebärde empfangen. Verpiss dich. So. Den sind wir schon mal gut los. Das ist meine Furie. Wo ist denn meine Hauptarmee? Ich werde eins meine Hauptarmee finden. Im Untergrund. So, dann mach mal Erdwesen aus meiner Fraktion, bitte. Dankeschön. Dauert zwar noch 3 Runden, aber Dankeschön. Da bin ich dem begegnet. Ist er das hier über dir? Wenn ich jetzt wüsste, was über mir bedeutet. Direkt soll, nördlich also, von dir habe ich jetzt eine Grenze von Noctus im Anzeiger im Untergrund. Ich habe noch keine Grenze gesehen, aber wenn ich in den Untergrund gehe, ist das Ziel von mir nördlich. Ziemlich in der Mitte im Untergrund. Ja, Nordwest sozusagen, von mir aus gesehen. Und er ist ich hätte jetzt gesagt gespawnt, Nordosten, ja. Das heißt, er hat schon ziemlich große Bude am Laufen da unten. Also ich sehe den Zielmarker von ihm. Den müsstest du aber auch haben, den Zielmarker. Er ist da, wo gerade mein Held gestanden hat, als das Ding aufgepoppt ist. Ah, schön, Mangroven hier, großartig.
So. Das hier räume ich frei. Das hier wird sich vielleicht eher für eine zweite Stadt anbieten. Hier unten die Gegend. Dann kann ich den Pass hier zumachen. Ja, das ist besser. Und den Pass hier zu. Dann kann ich da auch den verlorenen Turm, das goldene alte Wunder, irgendwann mit reinpacken, sobald ich eine Armeestärke von 2000 habe und da reingehen kann. Klingt spannend. Total. Das könnte schon. Was fehlt mir denn für meine Akademie? Ein zweiter Steinbruch, ja? Können wir denn hier noch irgendwo Stein brechen, sagen wir mal? Das da würde ich ungern nehmen, das kann sich noch verändern. Machen wir das da. Dann bauen wir jetzt eine Akademie neben dem Gemeinschaftszelt. Klingt schmusig. So, Zauber bereit, feurige Pfeile. Dann haben wir jetzt alle Leute Feuerverzauberung. Tonung ist aber echt klasse von dem Spiel. Schön, die Küstengeräusche, wenn du an der Küste bist. Also sowas finde ich echt klasse. Muss man manchmal auch richtig mal reinzoomen. Haben sich richtig Mühe gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja so ein Tonfetischist. Aber zwar wird man am Anfang erstmal überfallen von dem Spiel. Okay. Oh, was ist jetzt? Ich freue mich, dass unsere Verbindung stärker geworden ist. Du weißt, dass die KI jetzt brutalen Hass auf uns fährt, wenn wir uns so früh einfach random verbünden. Da stehen die absolut gar nicht drauf. Das ist mir doch egal. So, mehr mache ich auch nicht. Ich will nur einen Verteidigungspakt. Ich will nur sagen, hey, Achtung, ihr könnt uns angreifen, aber ja. Es muss ja mindestens einer von der KI muss noch im Untergrund sein und der andere muss ja links von mir auf der anderen Seite der Karte sein. Geht ja nicht anders. Es könnten auch beide schweren KI-Gegner. Ja, dann sitzen die aber ineinander, wenn die auf der linken Seite von der Oberfläche zu zweit sind. Ist genug Platz. Ja, okay. Ja, ich sag, es ist genug Platz an der Oberfläche für noch zwei Reiche. Vielleicht würde ich auch sagen, wenn ich in der Höhle wohnen würde. Wir nennen es Tiefenreich, okay? Klar. Wir haben zwar Höhlenspinnen, aber wir nennen es Tiefenreich. Da ist er dein Speer. Ich will ihn mal angucken hier. Pass auf, die haben Raben dabei. Ich sehe es. Avis. Lauter Gefieche, Ziegen, Wölfe, Vögel und das hier. Ein ganzer Bauernhof, der unterwegs ist. Die Bögen sehen cool aus. Ich glaube, die Scouts bekommen die Waffenverzauberung gar nicht, oder? Das weiß ich nicht. Sieht nicht danach aus. So, einmal nach oben bitte. Dann würde ich gerne meinen Spalter gegen eine Furie austauschen. Die treffen sich hier in der Mitte irgendwo. Jetzt mal umschauen. Mut zur Mitte. Yippie, reicht es schon für die Reichweite oder noch nicht? Wow, Drachen. Oh, um einen fällt nicht, ey. Kotz. Nein, da warten wir noch eine Runde. So, ich habe meine Rivalitätserklärung schon mal bekommen. Das ist doch mal ganz toll jetzt hier. Und zwar von Noctus. Überraschend. Ich hätte jetzt gerne Blutte den Schild. Schild vorne, Schild hinten. Rekrutieren. Da ist er. Der kriegt erstmal meinen super Elite-Spalter zugewiesen. Spalterin Nein. Champion. Wow. Das klingt hui. Ja, die hat erhöhten Schaden und 4, 8, 16 Punkte Gesundheit extra. Richtig Premium. Also ich glaube, irgendwie durch dieses Szenario gibt es keine. Ja, hier sind keine Städte. Ich glaube, ich muss das selber bauen. Ich sehe zumindest absolut gar nichts. Ja, wir hätten schon längst eine entdeckt. Das ist gut zu wissen. Macht es auch mal ein bisschen spannender. Man muss ja die Karte jetzt selber bewirtschaften. Aber meine Vasallen, ich habe immer so gern einen Vasall. Ja, macht eigentlich auch immer Spaß, weil du dann halt, sag ich mal, eine Vielfalt reinkriegst. Ne? So. Ich kann ja einfach eine Stadt bauen und die als Vasall freigeben.
Das ist mein neuer Plan. Okay, dann mach das. Baue ganz viele Städte und gebe die als Vasallen frei und hoffe, dass sie sich mir anschließen und nicht zu jemand anderem gehen. Was sind das denn hier für geile Kerle? Fanatiker, schleimige Druiden, sind kleine Kröten mit Engelsflügeln und einem Heiligenschein. So, mein Freund Blut, da habe ich nicht noch irgendwas für dich? Coolen Hut hast du da, den könntest du mir eigentlich mal geben. Ich bin hier schließlich der Hauptcharakter. Ja genau, das ist überhaupt nicht egoistisch, aber richtig. Was soll er denn damit? Das ist irgendein Rando. Kenn den nicht mal. Ah, der Preis des Aufstiegs. Mhm. Gerüchte gewaltsam unterdrücken. Mhm. Man sollte ernsthaft? Gerüchte immer gewaltsam unterdrücken. So, einmal, zweimal. Jetzt müssen wir stärker sein als vorher, genau. Wie viele Runden sind das? 4 Runden ist die Einberufung blockiert. Mhm. Jetzt sind wir aber alle sehr zufrieden, okay? Das ist lang. Mhm. 16 Wissen pro Runde, das ist ja auch eine Sauerei. Wie viel Zufriedenheit? Das gibt am meisten Zufriedenheit, wenn ich es gewaltsam mache. Dann die Gerüchte gewaltsam unterdrücken. Niemand wird mich in Frage stellen. So sieht es nämlich aus. Niemand wird mich in Frage stellen. Mhm. Ab mit dem Kopf. Mhm. Genauso haben wir das gerade eben gemacht. Wackerstein. Du musst da noch einen Moment chillen, mein Freund, Schutzschild-Dude. Zauber bereit zum Zaubern. Ja, warum denn nicht? Wir haben ja das Mana. Wenn ich sonst nichts hab als Mana. Du wurdest beleidigt. Was? Noctus, wir beobachten euer Potenzial schon lange. Ihr seid ein erbärmlicher Herrscher und so soll es auch sein. Hey. Hey, gelehrte Orks, was soll denn das jetzt? Das ohne Verluste, oder schaffe ich das nicht? Rückhaltender Isolationist. Und dann ruft er bei mir an und sagt, yo, du bist schon ganz schön lächerlich, lol, aber das ist okay. Ah, das ist das Problem. Das abgelenkt. Was ist das denn dafür ein Sammelsurium an Supporteinheiten, gegen das du da kämpfst? Ja, das ist aber ein bisschen gefährlich, was ich da vor mir habe. Da muss ich schon ein bisschen aufpassen. Klein wenig, aber nur ein klein wenig. Hm? Und die Speere sind halt doof, weil deine Leute alle Reiter sind. Die Nymphen sind doof, weil die, na, deinen Feuchten erklären, dass es cooler wäre, für sie zu kämpfen. Die Arkanmagier sind doof, die Stahlformer sind total egal. Die Lichtbringer und die Zwielichtjäger auch. Die werden sich eh gleich alle nicht mehr bewegen können. Oder nur noch spärlich. Also für die, die jetzt bei mir zugucken, fajiziert den Kampf, logisch. Ja, ich will jetzt sehen, wie deine Frösche Netze aus ihrem Hintern schießen. Das sind Kröten. Kröten. Das ist aber schon ein bisschen ein Fetisch von dir, das weißt du, ne? Netz aus dem Hintern schießen? Dass du das sehen willst, meine ich. Ja, vor allen Dingen von deinem Anführer mit seinem goldenen Augen-Make-up. Mhm. Ja, das ist halt der Anführer, das ist besonders. Ich musste ihm was geben, was ihn, ne, hervorhebt von, ja, ich glaube, meiner hat Kratzer im Gesicht. Ja, das ist halt doof, wenn man, ne, sich da... Weil er in seiner Jugend verlorenes Wissen davor stand oder so, habe ich ja eben gerade angehakt. Das passt also jetzt nicht mehr so ganz. Ein sagenumwobener Jäger aus einem Barbarenstamm, der in seiner Jugend verlorenes Wissen gelernt hat. Es klingt absolut vom Zusammenhang. Schlüssig, perfekt. Schlüssig. Mhm. Mhm. Wort gesucht, nicht gefunden. Ah ja, genau. Ich habe alte Runensteine abgeleckt. Beherrscht. Das ist sehr gemein jetzt. Die haben deine Flanke übernommen. Oh oh, jetzt haben die dich eingesponnen. Haha. Das ist ein bisschen echt gemein. Was hältst du davon?
Das war so nicht geplant. Das war anders geplant. Du weißt ja, wer anderen ein Spinnennetz spinnt, verfängt sich selbst darin. So, sowas in der Richtung, ja. Das habe ich auch mal gehört, ja. Was machen wir denn da jetzt mit dieser furchtbaren Situation? Netze zurückschießen. Ja, du willst die Lichtbringer natürlich töten, damit die ihre Konzentration verlieren und du deine Frösche zurückbekommst. Kröten, was auch immer. Juhu, sind sie ganz zornig. Nicht so viel Schaden auf einmal, Leute. Nicht so viel Schaden auf einmal. Ich würde ja fast behaupten, dass diese Hörner, die deine Beschützer sich da auf den Kopf geklebt haben, fast schon kulturelle Aneignung sind. Möglich. Ich meine, hier sind Ziegenwesen anwesend. Was denkst du, was du da machst? Als nächstes heißt es dann plötzlich, wir müssen uns unsere Hörner abnehmen. Hab ich nie so gesagt. Die in der Mitte da stehen doch prädestiniert für Spinnennetze. Ich weiß. Die haben sich wunderschön auf einen Haufen gepackt. Wir müssen überlegen, wie wir es machen. Da steigt mir doch glatt der Zorn auf. Ich glaube, meine Furien haben das. Sie werden zornig beim Bogen schießen und schießen dann fester mit dem Bogen. Was implizieren würde, dass sie beim ersten Mal den Bogen nicht komplett durchziehen können, sondern erst nachdem die sich warm geschossen haben. Sonst wüsste ich nicht, wie das mehr Schaden machen soll. Ja, dann ciao, mach's gut, Skypien. Der schreibt noch so, Feierabend für heute, Tickets abgearbeitet, wenn du das sagst. Viel Spaß auf der Arbeit oder was du da gerade machst. Den Rest musst du dir dann bei mir auf dem Kanal anschauen. Ja, ist ein Zwang. Zwanghaft ist das höchstens, ja. Sich sowas anzugucken. Während ich hier die Goblin-Tageslichtspeere so schnell im Kreis drehe, dass sie im Strahl kotzen. Die fallen gleich einfach um, du weißt nicht wieso. Weil du sie so arg drehst, dass sie im Strahl kotzen. Die haben keine Chance. Hab bis gerade eben noch nebendran gearbeitet. Sehr schön, Cubans. Das nenne ich sehr gut gemacht. Auf doch alles mir wegzubeherrschen. Hast du gleich überhaupt noch Leute oder ist die Schlacht dann vorbei und die gegnerische Armee ist doppelt so groß wie deine? Ich habe auch so ein gewisses ungutes Gefühl gerade, dass das vielleicht denn die cleverste Idee war. Normalerweise ist ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit nur da, ne, dass es gelingt. Also normalerweise. Aber was ist schon normal? Übrigens läuft die linke Flanke doch ganz gut. Da, wo El Chefe kämpft. Nee, El Chefe? Nee, das ist mein Nebenheld. Quack ist. Das ist nicht der Chef. So. Ich müsste dich mal eine Sekunde alleine lassen, gleich wieder da. Ja, mach das. Ich komm schon zurecht. So, wie kriegen wir uns da befreit? Die KI hat sich recht gut hingestellt, das muss man sagen. Das ist recht erfolgreich gewesen, die Aktion. Ja, haben wir jetzt schon hier ein kleines Problemchen. So, das ist schon mal gut gewesen, dass der jetzt zornig ist. Dadurch können wir die aufgestammte Harmonie machen und die boostet durch jetzt nicht mehr 15, sondern 30 Trefferpunkte. Weil der auf maximaler Zornstufe ist. So. Ja, das ist schon mal geklärt. Verlangsamt haben wir die. Okay, das ist gut. Und jetzt müssen wir irgendwie hier vorbei schmusen uns. Da kriegen wir auch nur einen hin. Jawohl, dann da lang. Bitte.
Ja, schade, bewegungsunfähig widerstanden ist schon mal schlecht. Und wieder da. Ja, grüß dich. Das hast du gerade einen Bonus von meiner Fraktion tatsächlich mal verpasst. Katze hat meine Aufmerksamkeit gebraucht. Okay, ich verstehe. Das ist natürlich wichtig, klar. Eigentlich muss er weg. So. Machen wir das jetzt mal so. Aua. Ist so heil. Immer diese Katzen, ja. Vorsicht, es sind die Stahlformer. Die sind so eine schlechte Support-Einheit, wenn die ihre Fraktion nicht mit dabei haben, dass ich gar nicht weiß, was die überhaupt hier wollen. Die haben sich verlaufen wahrscheinlich. Okay, die haben sich jetzt selbst weggehauen. Hey, Major Miller, Dankeschön für deinen Sub. Großartig. Mega klasse. Freut mich. Hey, Dankeschön. Der ist auch von mir, oder? Den hast du schon mal gelesen, den Namen. Möglich wär's. Jemand Wichtiges bestimmt. Ja. Gib mir meine Einheit zurück. Das ist nett. Ja, weil der Spaß von den Stahlformern ist ja, dass sie eigentlich dieses Passiv, das die Industriekultur hat, dass sie das umdrehen von Verteidigung in Schaden. Aber das haben ja die anderen Einheiten hier gerade gar nicht. Das heißt, für die gibt es da nichts umzudrehen. Du gehst ja dann von 50% Verteidigung auf 50% Schaden. Sehr theoretisch, weil praktisch ist das ein schlechter Bonus. Man muss sich ja schließlich theoretisch 5 Runden lang ins Gesicht boxen lassen, damit man das aktivieren kann. Das musst du erstmal überleben. Warum hattest du den Kampf wiederholt? Wer ist von dir gestorben? Ein Beschützer ist von mir gestorben. Jetzt sieht's aber schlecht für deinen Animisten aus, außer du bekommst deine Beschützer wieder. Die kriege ich jetzt wieder. Die arme Nymphe, was hat die dir jemals getan? Die hat angefangen, mit meinen Kröten rumzuschmusen. Ja gut, das ist halt, ne? Die ist ein Naturgeist, die ist dafür erschaffen. Kann da nichts gegen tun, das ist ja keine Absicht auch. Ihr liegt einfach ihren Zwängen, sagst du, ja. Ihrer Bestimmung. So. Die wurde dafür beschworen. Guten Abend. Wichtig bin ich nicht, sagt Major Müller. Aber Fayette bekommt auch einen monatlichen Obolus von mir. Sag ich ja, der wichtige Person. Der darf unten im Feedback-Channel schreiben, wenn es ernsthafte Probleme gibt. Yay, yeah, cool. Hat er schon nie was schreiben müssen? Da ist gar nicht so viel los, wie ich mir das eigentlich vorstelle in dem Bezahl-Leute-Channel. Die könnten da ruhig mal mehr schreiben. Aha, aber hört genau hin. Schämt euch. Schämt euch. Seid mal artig, Leute. Bemüht euch da mal ein bisschen mehr. Ja, ihr bezahlt schließlich dafür, bemüht euch doch. Genau. Ich weiß nicht, was jetzt daran unlogisch sein sollte. Hey, mittlerweile sind das so viele, dass sie auf der Kanalseite namentlich angezeigt werden, okay? Die haben sich wirklich Mühe gegeben. Wow. Na gut. Jetzt kann jeder sehen, wie verrückt die sind. Ist auch richtig so. So, könntet ihr das jetzt bitte beenden?
schön. Die armen Hobbits, meisterhafte Halblinge. Sie sind die auserwählten Zerstörer und Artefakthorter. Das ist wirklich jede random NPC-Fraktion, die ja nicht mal auf der Karte sind, außer als Trash-Mobs, komplett generierte Fraktionen hinter sich stehen haben, gell? Ich meine, denen wird kein einziges Artefakt gehören, weil es nicht mal Helden gibt, die diese Fraktion teilen. Ja. Ja, okay, hopps, Mann. Na gut, ich werde Noctus, Noctus keine Rivalitätserklärung schicken. Ich habe keine 50 Gold, das soll mich mal in Ruhe lassen. Leb wohl! Ich habe keine. Du musst es ja auch noch aufrechterhalten, das darfst du nicht vergessen. Ich habe keine 50 Gold für einen frechen Anruf bei Noctus. Verbinden Sie mich mit jemandem. Okay, vielleicht sollte ich doch mal eins von diesen Dingern hier räumen. Ich denke, das hier ist kein schlechtes Ziel insgesamt. Ich habe halt irgendwie Angst, dass mein Kriegsschamane down geht. Ich weiß nicht, wieso der jedes Mal so kassiert. Der sollte da eigentlich hinten stehen und heilen oder so. Du, mein Freund, hier brauchst ein paar Truppen, was? Eigentlich hätte ich gern erstmal den Außenposten und die Stadt da vorne. Machen wir fertig. Ich brauche Geld. So. Habe Pläne, suche Investor. Einfach so ein Banditenlager platt machen. Dann kriege ich wieder 500 Gold in die Tasche geschoben oder so. Haben bestimmt was. Oder ich mache die Glutfeste leer. Das müsste auch viel Gold geben. Da steht auch Gold als Belohnung dabei. Belohnung, Gold und ein Artefakt. Die Fadenzieherhöhle. Das klingt nach einer guten Übersetzung. Was geht denn da? Ach, Schlangen kriege ich da. Ach, Quackler, du bist auch am Wachsen und Gedeihen. Das ist Schlangen schön. Sind ja die natürlichsten Fadenzieher. Und behende sind die natürlich, wie immer. Was machen wir denn da als nächstes? Einheiten drehen natürlich. Oh, gut, dass du das sagst. Da habe ich jetzt echt nicht dran gedacht. Aber vergesst nicht auch wieder in die andere Richtung zurückzudrehen, sonst wird denen schwindelig. Achso, das ist der Fehler, den ich die ganze Zeit begehe. Verdammte Axt. Ich krieg immer so Sachen so spät von dir mitgeteilt. Yippie! Barbarischer weiter. Schild. Ach, du warst da unten, ne? Ja, du warst da unten. Der Drachenbau da unten macht mir ein bisschen Angst. Der ist wirklich super platziert. Goldplagenhort. Hoffentlich fährt er zu dir und nicht zu mir. Der fährt safe zu mir, weil ich bin nicht weit weg. Wohnst du da in der Höhle oder was? Du hast doch da diesen Drachenbau, ich meine im Süden, wenn du den meinst, so ungefähr, ne? Ja, den mit dem Eisdrachen drin. Genau, und da gibt es einen Höhleneingang, davon im Westen, und der führt direkt nach Quackla. Ah nein, den habe ich ja nicht gesehen. Ich habe gedacht, du meinst den nordöstlich davon. Nee, der ist ein bisschen weiter weg. Der ist weiter von mir weg. Der führt auch irgendwo hin, das kann ich so ungefähr erahnen, aber ich habe noch keinen Weg gefunden. Ich habe noch keinen Weg gefunden, wie ich da hinkomme. Also ich bin noch da am Buddeln, mich durchwühlen sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. So wie Kröten das halt machen. Oh Gott, ich muss aber auch mal meine Runde immer noch beenden. Besser wär's, ja. Ich habe gedacht, du machst schlaue Dinge. Planung und so und Realisierung. Ja, irgendwie sowas in der Richtung, ja.
Zauberbereit. Erdwesen, jawohl. Ja, damit. Die Quakonier werden sich jetzt verwandeln, meine Lieben. Plus ein Verteidigung. Wir kriegen die Bergscharnung. Bucklige. Mhm. Wodurch sie sich im Gebirge verstecken können. Und Bergwanderungen, wodurch es Gebirgsgelände. Sie können halt schneller das Gebirgsgelände überqueren. Juppie! Und jetzt sehen wir Erdkröten und wir sehen. Ja, bucklige Erdkröten. Wunderbar. Sieht klasse aus. Da ist er, der bucklige. Quatek Quapp hat jetzt einen Steinarm auf der linken Seite. Andere Herrscher haben eine Rivalität erklärt. Oh ja, du wirst gerade angepflaumt, sehr gut. Ja, ich sehe es, da oben ist so eine Postrolle, aber die mache ich jetzt noch nicht auf. So, Lachtfeldreste. Was machen wir denn als nächstes? So, ihr da geht nach Hause. Du. Blutet dem Schild. Ihr blöden Vampirspinnen, was macht ihr überhaupt hier? Wer hat euch überhaupt angeheuert? Einen Außenposten bitte. Die Provinz wurde bereits beansprucht. Ach ja, von wem? Ferner Anspruch von Quatek Quapp. Ja, das ist mir ziemlich egal. Hallo? Das sind wir. Hallo? Hallo? Gibt's da Probleme? Hab ich gehört? Ferner Anspruch. Ihr wurde eine Rivalität erklärt. Cool. Diese Welt wäre besser dran ohne Leute wie euch. Das ist ja sehr nett von dir, Noctus. Danke. Das baut mich sehr auf. Trigger-Warning rausgeben für das Video. Er ist ein bisschen plump, weißt du? Muss man schon sagen. Also, ja, der ruft bei mir an, ich gehe ans Telefon, der sagt, hey, wäre cool, wenn es dich nicht geben würde. Ich sag, okay. Besser ohne dich. Und dann lege ich wieder auf und weine. Ja. Und du sagst einfach LMIA, ja. Sag dann, uff, 1D4 psychischer Schaden. So ungefähr, Mann, ja. So ungefähr. Oh Mann. Wie lange haben wir denn eigentlich schon auf der Kette? Oh, das wird eine schöne, schöne lange Folge, wird das heute. Aber ich bin schon wieder fertig. Ich habe nichts gemacht. Du da, solltest du nicht irgendwie Truppen kriegen oder so? Wen haben wir denn hier im Angebot für dich? Wie wär's mit einem mächtigen Krieger? Das ist doch schon mal ein guter Anfang, schätze ich. Wenn mein Anführer gleich erstmal irgendwas geräumt hat und wir wieder im Geld schwimmen. Klingt nach einem Plan. Im Geld schwimmen, wow. Ja. Ist schon immer ein guter Plan gewesen. Das sag ich doch. Aber mein Kriegsschaman wird dabei draufgehen. Was ist das da unten überhaupt? Schneegeist, geringer Schneegeist, weiße Hexe, Hexenmeister, eine Todesfee. Gar kein Bock. Aber die müssen halt da weg. Na, bewegen wir uns heute noch? Ah, nee, muss ich noch sogar noch selbst machen, ja? Eieieiei. Das ist aber auch alles kein hübsches Wasser hier auf der Karte. Das ist doch ziemlich so Brackzeug, das hier rumwabert. Das ist eine Bracke, ne? Das ist ja auch, ja, hab ich auch schon gesehen. Wie brauner Schleim hier. Was gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Schokopudding. Ich meine, da drüben haben wir schon noch viel Platz. Oder gehen wir jetzt doch noch. Na. Egal, warum wir es machen. 100, kann ich mir dafür was leisten? Der Bau des Außenposten kostet 25% weniger Gold. Der bringt mir jetzt nichts mehr. Der Außenposten wird gerade gebaut. Ja, das habe ich halt vorher gemacht. Just saying. Na, dann nehme ich halt hier oben dieses Ding ein, das Arschonia-Blut. Wow, guck mal, ich bin jetzt auch soweit, ein zweites Buch zu wählen. Ist das nicht schön? Cool, cool. Du musst halt in deiner Jugend verlorenes Wissen erforschen oder sowas. Dann läuft das auch bei dir. So, Erdkröten. Was machen wir denn mit den Erdkröten? Wen nennst du hier Erdkröte? Ja, das könnten wir uns überlegen.
So, dann haben wir uns für ein Buch auch entschieden. Ein cooles. Das Buch der Wurzeln. Macht mir nämlich dann Verderbnisklingen und Giftpfeile. Noch mehr Gift. Und ich kann Kräuterladen errichten. So schön. Wunderbar, ein Kräuterladen. Auswählen. Weißt du, so eine Kräuterhexe? Brauche nur mehr Akademien in meinem Zeltlager. Wunderschöne große Akademien voller Bücher. Geänderte Einstellung. Deine Einstellung hat sich von böse zu sehr böse geändert. Was machst du denn? Astrale Wesen dazu zwingen, böse Dinge zu tun, Ach so. anstatt sie, ja, anstatt mir halt Ressourcen zu verschwenden, wo ich die halt sagen, so geht mal jetzt los und macht mal Klingelstreiche. Ruft mal bei Noctus an und sagt ihm, die Welt wäre ohne ihn besser dran. Zum Bleistift. Ja, das ist doch ein schöner In Siedlungsstandort. meiner Försterei-Provinz fährt einfach so ein herrenloser Wagen durch die Gegend und sammelt Bäume ein, die von alleine umfallen und packt die dann in so einen Schuppen rein. Wilde Dinge Cool. passieren da. Große Magie. Unbeanspruchte Windlichtprovinz. Ja, steht aber nichts dran, ob das jetzt Eis oder Schnee ist hier. Irgendwie Eisschnee, doch, da steht's. Der Was haben wir hier? Goldmine arbeitet der Wagen ganz Schnee. alleine. Der fährt in die Mine, baut Gold ab und kommt wieder raus und lädt das ab. Oh gut, du bist ja schon wieder mit deinem Zug am Ende, Ich bin am Ende, ja. ey. Ja. Verliere gleich die Hälfte von meiner Heldenarmee und dann schauen wir mal weiter. Da bist du ja. Mensch. Kolbrak, schön. Kann ich endlich mal deine Fraktion durchrollen hier? Boah, die Furien sind echt cool. Die sehen stark aus. Kriegsschamane. Er stirbt gleich. Die Krieger, ey. Das sind so eine kleine Fackel in der Hand. Ist aber eine Axt. Ja, die haben vor allen Dingen Ja. Hörner an ihren Helmen, die Trottel. Yippie! Was kostet mich Ja, denn ich. die Kriegerhalle? 400 Gold, Schrein des Kriegsgottes. Korn, bist du's? Genau so. Genau so. Komm, Rundeende. So, soll ich jetzt den ganzen Blut für den Weg Blutgott, zurückgehen? Schädel für den Schädelthron. Eine NPC-Armee, wo wollen die denn hin? Hallo, wer führt die da an? Ein weißer Wolf. Uiui. Ich bin mal gespannt, auf wen wir da begegnen. Aber ich glaube, dieser Kontinent, ja, wenn er sich noch ein bisschen weiter erstreckt, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Wieso darfst du einfach so meinen Wachturm einnehmen? Ziehen die damit rein? Das ist ja total unnötig. Steht ein Speer von dir plötzlich rum. Ah, jetzt hat er sich bewegt. Dann kann ich jetzt auch mal losziehen. Ich wollte gucken, wo du wohnst, aber dann hatte ich keine Bewegungspunkte mehr. Okay. Dann wurde diese Operation eingestellt. Ui, eine neue Reichsentwicklung ist verfügbar. Verrückt. Das kann ich dann nicht mal angreifen, weil die zusammengewurschtelt werden sonst. Ich kann nicht gegen eine 800er Armee kämpfen, also könnte ich schon, aber ich will nicht. Bruder, geh weg. Ultrak der Auserwählte hat eine Schlacht gewonnen. Jetzt sehe ich das Ergebnis. Yeah! Oh, hast Ja, du ist toll. Lebenspunkte verloren gegen Ich müsste nur ja. mal nach Hause meine Jungs wieder aufladen, aber das geht ja nicht, weil ich hier ja kämpfen muss. So, was bringst du nochmal für einen Bonus mit? Magische Materialien. Die Silberzungenfrüchte bringen Nahrung und Einberufung. Und Flüstersteine geben Gernbus ein Gefolgschaftstreue. Ach so, Flüstersteine, das hätte ich auch die ganze Zeit einsetzen können. Wem Fällt mir gerade so denn? ein. Bei deiner eigenen Stadt. Ach ja? Wenn du deine eigene Stadt angehst, und warte mal, jetzt habe ich's. Und dann hast du ja Bevölkerung anziehen und da hast du so ein Rad, so eine Stadtinformation. Und da, wenn du da jetzt dieses Zahnrad anklickst, dann kannst du dir einen Flüsterstein geben. Okay.
Also anstatt dass du den anderen Fraktionen in den Rachen schiebst, kannst du halt deine Städte damit glücklicher machen. Ganz einfach. Man muss sich noch nie schauen, weil sonst mal neutrale Städte mit dabei hatten. Ja, meine sind so happy, dass ich das eigentlich gar nicht machen muss, aber bevor der jetzt da weiter rum verschimmelt, weil ich mit dem eh nichts tun kann, so what? Ja, der muss dann da jetzt mal kurz chillen. Hier wird eine neue Armee aufgebaut. Die Scouts sind unterwegs. Zaubersprüche sind alle da, wo sie sein sollen. Ich könnte das eigentlich. Lohnt sich das? Im Zweifelsfall schon, sonst hätte ich es ja nicht erforscht, was? Weiß ich nicht. Weil Stadtstabilität gerade nicht unbedingt so steht, dass ich den Zauberspruch da benutzen sollte. Kann auch nichts machen, muss ich halt eine Kneipe oder sowas bauen und nicht die ganze Zeit nur Akademien. Du mit deiner übertriebenen Forschung. Forschung ist Beste. Ja, dann zaubert man doch mal die Spinnenverbundenheit, das wäre doch nett. End of turn. Ich habe ja auch schon 3 Forschungsposten. Glückwunsch, denke ich. Ich habe noch nicht einen einzigen. Ich bin da viel zu faul für. Ein üppiges Mahl. Was ist los hier bei euch? Eine von mir beanspruchte Provinz wurde gerade erobert. 6 Konfliktpunkte mit Fayed. Oh oh. Das ist ja... Okay, du bist nicht weit weg mit deinem Außenposten von meinem Oberschlamm. Meiner Stadt. Sprichst du mehr Fraktionen zu bauen? Nihilus, KI-Schwer. Der hasst mich richtig. Boah. Wacke Skinke hat er. Okay, ist eine Schwarmsippe. Okay. Sie sind giftig, sie sind kaltblütig, sie sind hartnäckig. Ist eine feudale Kultur mit fruchtbare Schwärmer und ist ein Emeritenreich. Interessant. Okay, aber der kann mich absolut nicht lebewohl. Ja. Ich habe ein Drachen-Echsenvolk kennengelernt. So, verzaubern. Ja, jetzt seid ihr Spinnen verbunden, wie schön. Ich habe keine Farm, also lass mich doch damit in Ruhe. Brauche ich nicht. Jo, der Kornspeicher ist endlich fertig. Krass. Ja, Schreine sind gefördert, aber Mana ist echt nicht mein Problem, ne? Spiel, wirklich nicht. Nee, hier auf der Karte nicht so ganz. 24 Gold, da werde ich wohl haben. Ich brauche eine Taverne. Wir brauchen mehr Stadtstabilität. Um eine Taverne zu bauen, brauche ich eine zweite Farm. Da haben die Leute tatsächlich recht gehabt, die sich gerade für die Quest gemeldet haben, dass wir mehr Farmen brauchen. Nicht mal angelogen wurde ich. Oh Mann, Zaubererturm-Fundament, ist ja doch langsam Zeit. Ach, du darfst weiter annektieren, okay. Was haben wir hier festgestellt? Oh nein, Krieger sind tot. Hätte das passieren müssen? Da ist sogar keine Armee. Ich guck mir das mal an. Nein! Doch! Kennt man Leute doch gar nicht. Ich weiß nicht, was sie überhaupt machen. Dinge. So, wer ist denn gestorben? Wieso ist denn eine von den Kriegereinheiten gestorben? Wie geht es gegen die? So, die da machen Nahkampf und Teleport und die da schießen irgendwelche kosmischen Blitze oder komische Blitze, je nachdem. Die können dich in Stasis versetzen, die ihr Lichter, wenn du die im Nahkampf angreifst. Das könnte natürlich das ganze Problem auch schon erklären. Ja. So, wir ziehen die Jungs hier alle mal zusammen. Ich darf hier einfach so durch meine Einheiten durchlaufen. Oh, ja, ja. Drehen nach vorne und dann große Heilung. Wo waren das? So. Astralmembran. Nahkampfangreifer haben eine Chance von 30% mit betäubt belegt zu werden. Ah, 30% hin oder her. Die sollen erstmal herkommen.
diese Schlange hier ist. Haben die das auch? Wenn diese Einheit getroffen, erhält sie unverwundbar. Ja, Astralzuflucht, okay. Können passieren. Ja. So. Da kann ich nicht angreifen? Warum nicht? Interessant. Warum kann ich die Schlangen nicht angreifen? Zuflucht. Einheit ist unverwundbar und betäubt. Na, dann ist mir das ja fast schon ein bisschen egal, dass die hier stehen, was? Genau, die geht jetzt, die hat sich jetzt verabschiedet. Na dann, fangen wir mal hier an mit der Party. Die sagt, tut mir nicht aua. Ihr da, ihr lasst euch mal zurückfallen, damit die Schlangen euch nicht beißen. So, der Chef kümmert sich um das Problem. Der ist schließlich ein meisterhafter Bogenschütze. Ja, das, was man gerade eben auch gesehen hat, da ist ganz schön abgegangen hier gerade, wie Zäpfler. Und er kann 60, Tiere schmieren, okay. Kann provozieren. 20, 50, alles irgendwie nicht ganz so. Reinigende Schuhe, wow. Ja, ja, die habe ich ganz am Anfang gefunden. Die machen mich blitzresistent oder so ein Käse. Und plus 2 Verderbnis. Mindestens. Das alles und noch viel mehr. Du beschwerst Krimschnabelkrähen am Anfang. Ja, ja, wegen meinem Bogen, sag ich ja. Nein, warte, weil ich ein cooler Jäger bin. Und einen wilden Hieb hast du. Plus 4 Verderbnisschaden für wiederholte Angriffe, plus 8 Verderbnisschaden für einmalige Angriffe. Und die geben diesen komischen Irrlichtern da jetzt Schildprügel, die Jungs. Bam! Betäubt. Hast du gesehen, wie cool ich durch meine eigenen Einheiten durchgelaufen bin? Ja, das ist eine gemeine Fähigkeit, ja. Super ist das. Das gibt viele strategische Optionen dadurch, ja. Das ist gerade bei diesen Karten, wo es manchmal wirklich eng ist, nicht. So, die hier können eh nur einmal schießen, das heißt, ich kann die auch ruhig vorher ziehen lassen. Geh nicht davon aus, dass diese lächerlichen Kerle da irgendjemanden von mir töten können. Die schlagen dreimal zu für 6 Punkte Schaden. Nee, sieht unrealistisch aus, dass die einen von meinen Furien ernsthaft wehtun können. Na dann, die da sind betäubt. Die verfolgen immer noch meine armen Kerle. Aua! Nee. Die KI zieht manchmal sehr komisch. Die wollten deinen Anführer aufessen. Das sehen wir noch. Fehlschlag. Koltrak, der Ausgeschädelte, ja. Lässig gegen die Kerle da, wenn die jetzt jedes Mal nach einem Treffer schon unsichtbar werden. Extrem lästig. Dann müssen wir wohl einen Knubbel bilden, würde ich sagen. Da versteckt euch mal oder so. Verschleierung. Einheiten an diesem Ort werden verdeckt. Ich hoffe, die KI respektiert das. Ich weiß, dass die KI weiß, dass sie da stehen. Aber ja, genau. Ja. So, dann block ich da mal meinen Anführer rein, damit er den nicht die ganze Zeit hier für 22 anteleportieren kann. Die Leute, die rumstehen, haben alle volle Gesundheit. Puff. Ja, machen wir noch Siegesvisionen auf die Jungs hier. Mal ins Horn pusten. 30% mehr Crit. Weil meine Leute machen ja extra Schaden bei einem kritischen Treffer. Wenn das Drecksbiest sich jetzt auch noch um 4 Trefferpunkte regeneriert, ey. Ja, ich erschieße den jetzt. Ich müsste da jetzt zumindest den meisten Schaden machen. Jo. Gucken wir mal. Einer ist ja umsonst. Wow! Krass. Er hat sich aber noch in die Zuflucht begeben. Dann soll er da auch bleiben. So, waren wir jetzt eigentlich in Überlegung? Das weiß ich schon länger. Du hast gesagt, oh nein, warum hast du mich unterbrochen? Ich habe wichtig nachgedacht. Hatte ich, ja. So, da das waren deine genauen Worte. Nee, alles gut. Wow, ein Drache! Jetzt hast du mich jetzt erschreckt. Heiligier von den rauen Ziegen. Wirtschaftlicher Kriegsfürst. Wir haben ernsthaft 2 Drachen gezogen in dem Spiel. Ist ja großartig. Er sieht aber aus wie ein Vollidiot. Entschuldigung, der ungehobelte Kriegsfürst spricht wieder zu mir. Was? Du hast so oft mit Noctus telefoniert. Wir sind doch Freunde.
Heiligier von den rauen Ziegen. Die sind robust abgehärteten Pflanzenfresser. Die haben also das normale Ziegenzeug am Laufen, ja? Oha! Der ist aber barbarisch mit Kunsthandwerker und Runenschmied. Das heißt, er hat irgendwo eine große Stadt und einen Haufen verzauberter Einheiten. Uiuiui. Na gut, erstmal erwecke ich mal die Werkzeuge in meiner Stadt. Dann müssen die Barbaren nicht mehr selbst arbeiten, sondern das fliegt dann einfach so durch die Gegend und macht das von allein. Das macht die Leute aber halt irgendwie sehr unglücklich. Warum, weiß ich nicht. Gold und Gladiatoren. Na gut, die werden sich aber schon wieder erholen von der ganzen Party, sobald ich erstmal anfange, Bier auszugeben. Ach, da ist der andere da. Der ist ja süß. Was ein kleiner Kerl. Na, da haben wenigstens beim ersten Anlauf direkt mal alle Gegner gesehen. Oder alle Fraktionen, die so rumhängen. Oh, ich habe gerade richtig fett abgeräumt. Juhu. Oh, ich krieg Nachgeld. Okay. Ah, nochmal Gold gekriegt. Okay. Dauert noch einen Moment. Was ist das? Das ist eine Kriegerin. Was kann die? Elfenhafte Räuber sind das. Die hat einen Sturmhieb, einen Wirbelwindschlag und Leichenfressen. Klingt toll. Ah, ich krieg sie halt in die Rekrutierung rein. Und ich hätte eine Waffe für die auch, wo sie echt nutzen könnte. Die Akademie von Gothaheim hat dann übrigens aufgemacht, falls du nochmal ein Buch lesen willst, Kröterich. Was? Akademie? Was? Oh, cool. Nein, möchte kein Buch lesen. Nein, danke. Akademie hast du schon? Wow, du übertreibst echt mit deiner Forschung. Man kann mit Forschung gar nicht übertreiben. Wie viel Forschung generierst du denn pro Runde? Wollen wir mal Werte vergleichen? Ich habe 78 Forschung pro Runde. Okay, cool. Und du? 100. Ja, ist okay. Siehst du mal, 40 Imperium mache ich. Falls es relevant ist. Boah. Weiß ich nicht. Und dann habe ich 66 Gold und 49 Mana pro Runde, die ich produziere noch. Da kriegst du doch viel mehr als ich. Das weiß ich nicht, weil du es mir nicht gesagt hast. Ich krieg 50 Gold und 20 Mana, aber ich habe auch 800 Mana. Ich weiß nicht, was ich mit anstellen soll. Ja, da habe ich nur 751. Ich gebe das dauernd für komisches Zeug aus. Hier liegt auch überall Mana rum, das ist ja wirklich... Ja, und wenn ich gegen diese komischen Schlangen da kämpfe, kriege ich auch anstatt Gold einfach nur Mana. Zwei Drachen, ey, komm mal klar. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Tatsächlich. Juhu. Was sind denn Wacke, Skinke, Wacke? Ja, die sind halt Wacke. Die feudal, Wacken, ja. Natürlich. Das sind feudale Echsenmänner, die von einem Drachen angeführt werden. Ja, jetzt hast du den auch kennengelernt. Sir Echsenmann mit König Drache. Stell dich nicht so an, sagt Cubiums noch zu dir. Juhu. Forschungsposten habe ich. Jetzt bin ich bei 83 Forschung, siehst du? Und ich habe die Silberzuckenfrüchte, wie schön. Ich sehe hier einen Berserker von den rauen Ziegen. Will mir erzählen, dass sie schon Stufe 3 haben, ja? Die sterblichen Überreste von mehreren Leuten sind eingesammelt worden. Ja, das ist sehr schön. Die reiten auf Schweinen, die rauen Ziegen. Lustige Kerle. Titelmäßige Vögelwesen. Hab die alle drei besiegt. Und tschüss damit. Und dann können wir uns mal die Helden nochmal angucken. Wenn ich die dann irgendwann mal finde, wo ich sie hingeparkt habe. Da bist du doch. Dann gucken wir mal, ob wir da irgendwas gebrauchen können von. Haben wir da irgendwas gekriegt von? Nee. Nur das Geld davon, ne? Ja. Die Zwingburg. Ist das in seiner Hauptstadt? Markierender Meer. Bogenschießen, okay. Großes Monster versteckt, der hat da Sachen vor, schätze ich, mit der Armee, die da rumsteht, da ist kein Held mehr dabei. Ah, ich traue den beiden Drachen nicht besonders. Warum bloß? Ich würde euch raten, mich nicht so oft zu belästigen. Dude, ich check doch nur deinen Tab hier.
Mann. Ja. Der Noctus sagt wenigstens, ich bin sehr beschäftigt, was wollt ihr? Und dem glaube ich das. Die zwei Drachen, die sind mir direkt unsympathisch. Ja, also bei mir ist wenigstens bist du 86. Ein wunderbarer Puffer zwischen mir und allen Gegnern. Ich kann hier in Ruhe mich darauf vorbereiten, das große Vogelnest anzugreifen. Ja. Schauen wir mal. Wie lange machen wir heute Abend eigentlich noch? Ein Stückchen können wir noch, oder? Bis du eingeschlafen bist, schätze ich. Okay, da bin ich schon dabei. Der silberne Ritter. Aha. Stadtstabilität instabil. Aha, aha. Gut, bis Unruhe wird es wahrscheinlich nicht kommen. Minus 11, das da gibt plus 20. Wenn die erstmal das Bier kriegen, diese Ziegen, dann sind wir wieder dabei. Das sind richtige Beastmen. Also Cubans, könnt ihr eigentlich auch irgendwie beide gewinnen, wo ihr jetzt verbündet seid? Erstmal haben wir nur einen Verteidigungspakt. Also, ja, können wir. Hey, gar nicht. Das stimmt nicht. Das ist eine Falschaussage. Glauben kein Wort. Doch, wenn wir ein richtiges Bündnis eingehen, gewinnen wir beide, wenn wir den Noctus niederwerfen. Nee, das mag die Kaki gar nicht, wenn wir uns da gleich von Anfang an verbünden. Das mag die auch nicht, aber die zwei sehen auch nicht so aus, als würden die sich gegenseitig oder uns mögen. Die wollen, dass ich drei Farben baue. Bei einer hätte ich ja nichts gesagt, aber drei ist eine Menge. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt drei Farben bauen kann auf dem Gelände, das ich hier noch besitze. In 24 Runden. Die sind komplett von der Rolle. Handelsangebot, offene Grenzen. Was hast du denn vor? Du hast doch irgendeinen Plan, Kaulquab. Ich? Gar keinen Plan. Naja, und morgen früh werde ich wach und habe goldene Augenschminke drauf, weil ich jetzt offene Grenzen habe und du in meine Hauptstadt schleichen kannst. Sei mal froh, dass ich noch die Zunge im Gaumen gelassen habe, okay? Juhu! Behalte dich mit meinen komischen geschlitzten Ziegenaugen im Blick, du. Hauptsache, du hast jetzt nicht die Hörner angesprochen hier. Guck mal hier, ich kann noch viel schlimmere Dinge tun. Bitte schick mir nicht noch mehr Post. Okay. Ich krieg die ganze Zeit nur Spam und Scams und Beleidigungen und irgendwelche Anfragen von Kröten, die wissen wollen, ob ich Hörner zum Verkauf anbiete. Ich weiß nicht, was das soll genau. So ein gewisses Pulver, das macht uns happy in gewissen Situationen. Ich dachte mehr so für die Helme, aber okay. Darum ging es eigentlich gar nicht, also. Die sammelt ja selbst die Hörner für die Helme. Ach, da ist dieser dumme Ritter. Was kann denn der eigentlich? Der kann gar nichts. Okay, immerhin eine Stufe 4er Einheit. Der Tyrannenritter. Wow. Cool, der kann Flora verbrauchen. Verbrauchen. Ja, steht da so. Yippie. Hier sind die feudalen X-Men. Das haben die Beinlänge auf 1 eingestellt und Armlänge auf 3. Die sehen ja schrecklich aus. Die sind ja winzig. Die Wackenskinke. Die sind ja. Gott, sind die klein. Das ist so ein Schwarm. Das ist so ein kleiner Schwarm, winziger kleiner Reptilien. Drakonische Vitalität. Ja. Schlimm anzusehen ist das. Ja, nie. Die haben große Köpfe angehakt. Jetzt mal los, wir brauchen das Bier. Die Männer werden unruhig. Ja. Mach mal. 170, das kriegt ihr hin, oder? Sag ich ja. Frostbringer. Leider kein Schwert. Bring Frost. Sondern ein Stock, ein Zauberstock. So, die Leute wollen farmen. Dann wollen wir den Leuten nochmal farmen geben, nicht?
eine neue Farm bauen, bitte. Boop. Jetzt muss ich noch zwei Farmen bauen. Cool, cool. Ein Held ist eine Stufe aufgestiegen. Ich habe jetzt den Stab der Heilung und den Stab des Frostes. Das freut mich für dich. Bei dir läuft's ja hier, ne? Den Schrott nicht eigentlich irgendwo verkaufen, den kann ich nur an andere Leute verkaufen, ja? Ja, gut, du kannst ihn halt später, wenn du ihn dir aufhebst, kannst du die Waffen schmieden. Wenn du dir dann später diese eine arkane Schmiede baust, dann kannst du die selber zusammenbauen. Gibt schon lustige Sachen bei. Also, wenn du die strategischen Ressourcen dafür hast. Handelsangebot, geteilte Sicht, jetzt übertreibst du aber. Oh, endlich sieht man mal was. Jetzt kannst du dich über meine Sachen lustig machen, ja. Hab ich gar nicht gesagt. Wo ist deine zweite Stadt? Wer? Genau. Die ist noch in Arbeit. Ich seh's. Die dritte ist auch schon geplant. Ich habe nur noch kein Geld, bis ich hier unten dieses große Ritualkreis-Ding ausgeräumt habe. Dafür muss ich mich aber erstmal heilen und dafür muss ich nach Hause. Niederlage. Das ist alles nicht so ohne hier. Was ist jetzt los? Ihr seid also Urvater Quarte Quapp von den Quarkonian. Wie enttäuschend. Verhaltet euch ruhig, sonst beschließe ich womöglich, dass euer Reich es doch wert ist, erobert zu werden. Oha. Wer bist du? Der was heilig ihr? Okay, alles klar. Okay, wir haben. Ja, okay, alles klar. Super, die rauen Ziegen, ja. Das ist die andere Fraktion. Wunderbar. Ja, die sind aber. Das scheint aber auch Feuerziegen zu sein, so wie meine Leute. Sie waren sehr, sehr, sehr kreativ. Dein Handelsangebot wurde akzeptiert. Ja, okay, habe ich mitbekommen. Eine Rivalität mit dir wurde beendet. Oh, danke, Noctus. Können wir jetzt Freunde werden, wenn ich mich mit Noctus verbünde? Habe ich dann gewonnen? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Wenn ich mit Noctus verbünde, würden wir alle anderen töten, also Noctus und ich, weil wir super beste Freunde sind. Das, ja. Unsere Probleme auf Seite geschoben haben, um die Welt zu verbessern. So wie es sein sollte. Sagst du. Aha. Du hier, komischer Ziegenmann 2. Wenn ich dich mitnehme, dann können wir das Ding da unten noch angreifen, bevor ich noch 75 Runden mit Heilung verbracht habe. Das sollte sich doch ausgehen. Mal der Brutalität brauche ich eigentlich gerade nicht. Die Reichsentwicklung, cool, kann ich mir alles nicht leisten. Danke fürs Zeigen. Ein Zaubergärt in Schild bitte und Runde beenden. Jubems, um die Welt zu verbessern. Jetzt habe ich Angst. Du machst unseren Zuschauern hier Angst, Fahid. Ich will mich nur mit dem größten Zauberer unseres Zeitalters verbünden, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Orks und Ziegen gemeinsam in der Studierstube. Wieso kriege ich jetzt Juckreiz? Hier in Gothaheim sind die größten Akademien dieses Kontinents gebaut. Diese Barbaren, die lernen hier. Können den ganzen Tag ins große Bibliothekszelt gehen und sich eine coole Novelle nach der anderen ausleihen. Was ist denn da mit dem Piratenunterschlupf los? Wieso haben die den mobil gemacht? Das ist einfach halt miese Laune, weißt du? Tja, apropos miese Laune. Der Koltrak, der Auserwählte, der schreibt super Fantasy-Bücher. Das sind richtige Banger. Spiegel-Bestseller, alle. Ja, Mann, genau so. Ich weiß auch nicht, ob jemals schon mal ein Buch rauskam, das kein Spiegel-Bestseller war. Aber na gut, da kann man nichts machen. Naja. Na komm, brauche ich leider. Muss ich herstellen. So.
Oh, toll, ich habe noch einen Drachenbau ausgegraben. Der war einfach unter Tonnen von Gestein und Schlamm und Schlicke besetzt. Hast du also zu tief und zu gierig gegraben, ich verstehe. Ja, so in der Art. Toll. Und ich wollte genau dahin siedeln, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Oh, wie kann man denn nur so ein So ein Pech haben. Spiegelbestseller sind auch ein weirdes Konzept, ja, danke. Man muss ja nur bezahlen, damit man auf der Liste steht. Wo ist denn da das Problem? Kriegst du so einen hässlichen Aufkleber vorne aufs Cover, den man nicht abkratzen kann, weil die Hälfte davon auf jeden Fall zurückbleibt? Und dann ist doch alles in Butter. Da ist ein Außenposten von dir, da ist die Zwingburg, ja. Okay, alles klar, dann wissen wir doch da mal Bescheid. Dann gehen wir mal in die Richtung, weil das haben wir noch nicht erkundet. Ich muss nichts erkunden, ich warte auf die Invasionsflotte, die dann bei mir anlegt. Da unten ist Glimreuth. Die Stadt von dem Drachen ist doch ziemlich am Arsch, da links unten in der Ecke. Der andere wohnt links oben, die sieht definitiv besser befestigt aus. Was mache ich denn jetzt? Das kann ich. Aber Glimreuth links unten, das könnte man sich einfach so einverleiben, schätze ich. Das ist super ungeschützt. Könnte man sich. Also so landtechnisch meine ich. Der hat auch keine Außenposten. Haut er sich schon mit dem anderen oder warum stehen die so schlecht da, die zwei? Hey, ihr Wackenskink, was macht ihr denn? Habt ihr irgendwas so genau am Laufen? Nee, die haben Frieden geguckt mit allen. Kämpft auch noch niemand gegen Noctus. Noctus will keine Zaubererverbindung mit mir. Schade. Ich dachte, wir hätten da eine Zaubererverbindung gespürt, wir zwei. Du gehst aber hart ran. Minus 720, minus 470, minus 670. Geil. Eine von mir beanspruchte Provinz wurde erobert. Okay. Das bedeutet Krieg. Moment, was? Halt, stopp. Ich muss mir das mal angucken. Ach ja, ein paar Aronen fürs Spiegelkonto habe ich vergessen, ja. Ja, die haben angeblich meine Furien getötet, die drei da. Wie zur Hölle? Ich weiß nicht, Mann. Also manchmal muss ich echt die Wiederholung angucken, weil du kannst sie ja dir angucken in dem Spiel. Das habe ich auch mal gemacht, weil ich es echt rausfinden wollte, wie das klappen konnte. Und dann schicken wir halt mal so Bogenschützen einfach mal nach vorne, weißt du? Ja, aber das sind doch nur Hunde. Du musst ein paar tausend verkaufen, bewirbst dich dann auf der Website und wenn es kein Buch gibt, das nicht zu 90% gleich ist, bist du, was hast du geschrieben? Ja, bist du Spiegelbestseller. Ach ja, die paar Euronen für das Spielkonto habe ich vergessen. Ja, ist schon alles cool. Ja. Aber die sind echt cool. Die Furien. Vergiftet. Wieso geht denn die Kamera da jetzt mit? Die soll nicht da ständig mitfahren. Hast du das, wenn die Kamera mitfährt? Ich habe aber nichts verstellt eigentlich. Wurfspeere! Gespannt, verteidigen. So, und die rennen da rein und machen Betäubungsschlag. Rums. Betäubt. Und automatisch Verteidigung. Das ist tatsächlich für eine T1-Einheit keine schlechte Fähigkeit, finde ich immer. Ja, das ist wirklich stark. Dann kann nämlich jetzt noch Blutte der Schild da rein. Ein Schild vorne, ein Schild hinten. Ich muss mir mal angucken hier. Ja, guck dir mal Blutte an, der ist ein richtiger Profi. Eigentlich müsste der Blutte die Schilder heißen. Auf gar keinen Fall. Du kannst umbenennen, Blutte das Schild. Ja, gib ihm mit der gezackten Axt. Sowas Unpraktisches, Zacken vorne an der Axt zu haben. Ja, warum macht man sowas? Weil es cool aussieht. Ach so. Wurfspeere! Hui. Ey, ihr müsstet mal einen Schritt aus dem Weg gehen. Ah, diese Karten sehen geil aus. Können eh nicht zaubern, so wie die da stehen. Ganz toll. Sogar ist das. Kleine Becherchen und sowas haben die hier eingebaut. Wie schön. Mag ich.
Die Grafiker waren ein bisschen huldigen hier. Brennen widerstanden. Wollte ja auch gar nicht brennen. Ja, wollte das Spiel aber nur mitteilen, dass es auch so geht. Wir machen mal einen Schritt auf Seite, damit die Bogenschützen auch schießen können. Die haben den aber jetzt, ne, gebissen, hast du gesehen, ne? Eine Frechheit. Das haben sie noch nie gemacht, so. Das haben sie noch nie so gemacht. Wow, boom, boom, boom. Was ist das hier? Schießen die hier mit Raketen oder was? Haben die mal in einem Buch gelesen. So, das sind zwei von da und zwei von hier. Warum lässt er mich da nicht von hier aus flankiert angreifen automatisch? Spiel, warum willst du mich sabotieren? Was soll das? Es kann einfach. Ich könnte jetzt noch jemanden mit Entzünden angreifen, aber das ist ein Feuerzauberspruch nicht. Das reicht aber für die. Ja, dann packen wir die weg. Lass mal ein Meteor vom Himmel fallen. Okay. Bisschen Akku, aber okay. Bevor die mir jetzt noch Schaden machen, das dauert wieder alles 10 Runden, bis das ausgeheilt ist hier. Tja, verwöhnt vom letzten Mal. So, und wie genau ist jetzt hier, wie sind jetzt die Furien genau gestorben, als die KI den Kampf hier geführt hat? Ja. Gute Frage. 25%, weil ich wieder in meine eigenen Einheiten reinschieße. Der reitet dahinter und dann verpasst er dem ein paar. Zack! Einer reicht. Blutte! Sieg! Wir haben gesiegt! 173 Hämmer! Sind Befehle. Oh hey, das war gut mit den Hämmern. Meine Taverne ist fertig. Endlich gibt's Bier, die Leute freuen sich. Dann feiern wir das erstmal in einem Kampf, den ich möglicherweise sogar verlieren kann. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Gegen die Geister-Nerds da. Wow, Tyrannenritter. Ein Tyrannenritter haben wir hier. Fliegenritter auf. Wo genau ist dieser. Ah. Na gut, stählerne Haut. Harte Kerle also. Ritter mit stählerner Haut, coole Sache im Endeffekt. Aber okay, in Kombination sehen die ein bisschen arg wild aus. Mit diesen komischen Sonnenlanzen auf dem Wildschwein, ein Ziegenmann mit stählerner Haut. Das ist so ein komplettes Age of Wonders Fummelding, was da auf diesem Schwein sitzt. Komplettes Age of Wonders Fummelding. Ey, die haben auch so einen komischen eisernen Heiligenschein hinten auf dem Rücken, der aber einfach so in der Luft hovert, weil er nichts ist. Oh, da ist Kaulquabus, er reitet nach vorne. Er hat eine einschüchternde Aura, giftig und hat einen geringen Blitzschild. Hat's für einen größeren Blitzschild nicht mehr gereicht. Das ist ein Familienerbstück. Der rachsüchtige Funkenrufer. Das feudale Langschwert. Warum hast du eigentlich so komische Krokodilrüstungen an, wenn du doch zu einem Spinnenclan gehörst? Das hat er mal sich geschnappt. Das ist so ein Jugendritus, weißt du? Die müssen dann gegen so ein mächtiges Tier kämpfen und es erlegen und ja. Das sind Fleischfresser, denk dran, ne? Da musst du einfach mal so einen Raubtier erlegen. Nein, das sind Ritualkannibalen. Wann essen die sich ja eigentlich gegenseitig? Wenn sie lustig sind. Apropos lustig sein. So. Okay. So. Schade. Diese Phantomkrieger mit der Stahlhaut, die sehen cool aus. Vor allem das kleine Ziegenschwänzchen, das den hinten unterm Umhang rausguckt. Ja, kann was. Jetzt habe ich es mir extra auch angeguckt, nur wegen dir. Schrecklich. Der Schild ist ein bisschen klein für meinen Geschmack. Das ist ja fast mehr so ein
So ein Buckler, da kannst du dich nicht hinter verstecken. Mit dem musst du aktiv arbeiten. Das ist kein passiver Schild. Die Tyrannenritter machen es eh ernst, die reiten ohne Schild in die Schlacht. Ich mich da drehe, kommen sie in den Rücken. Na egal. Gesicht gespuckt. Muss ich. Jetzt eigentlich irgendwen in deiner Fraktion, der nicht auf einer Spinne reitet, oder hat das auch mit den urtümlichen Leuten zu tun? Das hat damit zu tun, wie ich meine Einheiten zusammenstelle. Es gibt jetzt, wo ich jetzt zum Beispiel produzieren könnte, wäre jetzt die Blasbohrschützin und die wäre jetzt nicht auf einem Reittier. Kosten die Kosten unterwegs. 3 oder 4 Punkte, die Spinnenreittiere? 3. Ja, dann kostet mein flinke Füße so viel wie ein Reittier. Ja. Aber ich glaube, meine Leute hätten ich weiß gar nicht, wer bei mir Tiere gekriegt hätte. Ich glaube, die Schamanen und die Nahkämpfer, also die T1-Schildeinheiten, ich glaube, die wären schlechter geworden dadurch, dass die Kavallerie sind. Im Endeffekt. Ich meine, ja, die hätten irgendwie mehr Gesundheit gekriegt und die Spezialfähigkeit von dem Reittier. Aber als T1 ist, glaube ich, die Schildeinheit besser, als wenn sie auf einem Reittier sitzt. Oh, da sind aber Leute weit weggeflogen. Die haben den ja von der Karte geschubst. Der auch, zack, der wird aus dem Bild katapultiert. Wie willst du den jetzt Ritual kannibalisieren? Ach, das ist, weil die Spinne nach hinten so überflippt. Dann katapultiert die Ragdoll von deiner Kröte davon. Wie ein Katapult. Wow. Das ist geil. Die haben da Spaß oder so. Trebuchet bereit. Apropos. So, jetzt kommt der Krieg. Können eine 90-Kilo-Kröte zielgenau über 300 Meter wegschleudern. Wäre niemand aus dem Ziel genau gesagt. Wirklich gar niemand. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Jetzt mal so von deinen Schleuderspinnen mal abgesehen. Ich weiß, das ist ein Kampf, wo ich auch... Es wird Zeit, was Cooles zu machen. Das ist ein Battle Brothers-Moment. Eine aussichtslose Situation. Eine von deinen Einheiten muss jetzt entweder richtig abgehen oder ihr knickt alle ein. Möglich. Ich nominiere Kaulquap. Der muss die Sache hier carryen. Da legt er auch schon los. Mit seinem massiven Schaden, den er hier anrichtet. One on one gegen die Tyrannenritter auf ihren Wildschweinen. Mal so eine Giftspinne, die größer ist als ein Wildschwein, wird mir schon ein bisschen Angst machen. Spricht ja definitiv dafür, dass die Luftqualität hier in Age of Wonders besser ist als bei uns, dafür, dass es so Riesenspinnen gibt. Also du hast denen ein paar Lungen verpasst. Wir haben so aus den Lungen, ja. Das ist ja alles blöd. Das ist alles, so haben wir das gar nicht. Die haben sogar einen Piekser. Können die den benutzen? Diese Ritter da, das sind ein paar zäh Brocken für deine Armee, oder? Ja, yeah, die sind stark, das ist mit das größte Problem. Also wenn ich es automatisch gemacht habe, habe ich sehr, sehr viele Einheiten verloren, aber ich konnte gewinnen. Mal richtig viel Rüstung, die ganzen
Atomeinheiten da und die Stahlhaut-Tyrannritter auch. Ja. Dem haben wir jetzt aber die Moral in den Keller geschickt hier, den armen Kerlchen. Aber der blutet jetzt. Und da haben sie wieder eine Kröte vom Feld geschleudert. Eiskalt, eiskalt. Da beißen sie sich echt die Zähnchen aus, die Kerlchen. Ja, ich weiß nicht mal, was deine Beschützer da überhaupt für Waffen haben. Ob das eine Axt sein will oder... Am ehesten noch von der Bezeichnung her. Es soll eine Axt darstellen, ja. Ist zumindest ein Holzgriff dran. Tja, wie kriegen wir die Kuh vom Eis hier? Ihr trefft auch wirklich wie die Weltmeister, das muss man echt sagen. So die Astral, die Phantomkrieger überhaupt einnetzen. Och, mein bei 90% jetzt einen Streiftreffer zu kriegen, ist jetzt echt ein bisschen gemein. Spiel. So, meine Behauptung einfach. Immun gegen bewegungsunfähig und immun gegen vergiftet. Du, diese Phantomkrieger sind quasi gegen deine Fraktion hergestellt worden. Genau so ist es. Das ist richtig so, weil es ist auch eine Quest und die wird mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit genauso gestaltet worden sein. Ja. Okay, dann halt nur das. Dann halt nur das. Ja, egal wie ich es mache. Das ist wirklich interessant. Hast du keine mächtigen Zauber oder Beschwörungen? Nee. Habe ich nicht. Irgendwas musst du doch in deinem Loch da gemacht haben. Nichts, ich bin da so vor mich hingedümpelt. Damit wollten wir doch aufhören, seitdem Noctus im Land ist. Noctus, mein bester Freund. Wir schreiben uns gegenseitig Briefe. Das ist eine sehr kostengünstige Armee, weißt du? Die hier rumschleifen. Ich habe nicht hier hohe Qualität, ne? Das muss man wissen. Normalerweise wollte ich ein bisschen warten mit diesem Quest, aber das liegt gerade so schön auf der Biegung. Ich möchte nur nicht so viele Einheiten verlieren, wie die KI das tat. Das wäre das. Stattdessen verlierst du einfach alle Einheiten. Das könnte durchaus auch möglich sein. Nicht, dass ich es dümmer anstelle als die KI. Das ist bei mir ein durchaus denkbares Szenario. So, wie machen wir das? Wollen wir jetzt heute nochmal was treffen oder lassen wir das jetzt mit dem Treffen insgesamt? Ist das ärgerlich? Du kommst an den... Ja, genau. Das ist alles nicht das, was wir uns vorgestellt haben, meine Damen, meine Herren. Tatsächlich nicht allzu viel Schaden, der da eingetragen ist, nein. Und das wird es jetzt ein bisschen schwierig machen. Nur ein bisschen. Okay. Können wir uns da irgendwie... Nee, kriegen wir nicht verbessert, die Situation, okay. Okay. Alles klar, das reicht natürlich nicht. Weil bis die immer ihre Aufladung kriegen, dass die halt ihren fetten Bonus, sage ich mal in Anführungszeichen, bekommen. Das dauert und dauert und dauert. Kannst du hier doch eh vergessen auf dem Schlachtfeld, wenn ich da links oben die Sache richtig interpretiere. Ja, alle Statuseffekte werden aufgehoben. Das kommt auch noch schön dazu, ne? Man könnte wirklich meinen, der Kampf hier wäre gegen deine Fraktion designt worden, wenn das eine Quest dafür ist. Ich meine, die sind immun gegen alles, was du machst, oder zumindest sehr resistent. Deine komischen Tunnelspinnen-Aufladungen werden alle zwei Runden runtergeschmissen. Ich will die ganze Zeit Tunnelschlangen sagen und stell mir vor, dass deine Kröten kleine Lederjacken anhaben. Ah.
Da ist gerade 75 Mal das Horn der Tunnelspinne entfernt worden. Hui. Wie geht denn der? Immun gegen Blutung, immun gegen Gift, immun gegen Bewegungsunfähigkeit. Klatsch, 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 klatsch. Ja, genau. Genau so. Zeit, ein paar von deinen eigenen Einheiten zu essen. Reicht's oder reicht's nicht? Es reicht. Rot gepeitscht. Jetzt ist der Moment deiner Krötlinge gekommen, die Zeit zurückzuschlagen. Okay, dann gucken wir mal. Du hast wirklich keine spannenden Kampfzauber. Du hast einen Haufen Mana und Kampfzauberpunkte. Nein, ich kann einen Steinhaut zaubern, ich kann einen Stein draufschmeißen, er macht keinen Schaden und ich kann meine Einheiten heilen. That's it. Heilen, das war schon mal nicht verkehrt. Mache ich auch. Schon die ganze Zeit. Oder Regeneration wird jetzt wieder runtergenommen nächste Runde. Der hält seinen Stab fest. Der wird nicht einfach so aus dem Stadion geschleudert. Tja, es wird immer enger. Wenn du das so bezeichnen möchtest. Ah. Ja, irgendwann muss ich. Wahlkannibalisten. Und dann haben wir uns mitten in der Schlacht eine Kröte mit Spinne gegönnt. Das war lecker. Genau mein Geschmack. Ach, der Zoo und der Tunnelspinne ist so schön, weil meine Einheiten halt einfach hochrecken. Aber durch das, dass es immer wieder rausgenommen wird, macht das halt wieder. Das ist ein ganz komischer Kram da oben, der den Gegnern vor allem genau gar nichts tut. Das ist die Anti-Kröten-Fraktion hier. So, das könnte... Wie viel hast du noch? Du hast noch 11 Trefferpunkte. Ernsthaft? Nur noch 11? Ja gut, dann let's go. Nein, reicht nicht. Schade. Wäre stehen bleiben besser gewesen. Aber gut, so kriege ich wieder Zauberpunkte zurück. Das ist auch wichtig. Ja, genau so denke ich. Noch 4 Runden Zaubersprüche gehabt. Der ist in der nächsten Runde ist das wieder weggezaubert. Das andere bringt mir also nichts. Dann muss ich das so machen. Na komm. Hallo, Spiel. Reagiere. Wow, echt. Das ist ein sehr zähes Ding. Schon damit gerechnet, dass es ein bisschen dauert, aber nicht, dass es so lange dauert. Gut, viel bleibt jetzt eh nicht mehr übrig, außer dass sie sich gegenüberstellen und sich gegenseitig auf die Mütze hauen. Bis du im Zweifelsfall gewonnen hast. Oder anders. Naja, du hast einen Helden und das sind 2 T1-Einheiten.
die fallen die Runde drauf und die anderen kriegst du auch schon noch. Gewinnen tun die nicht mehr, aber mehr als sein Held wird hier leider nicht übrig bleiben. Ich hab mich auch nicht besser angestellt als die KI. Ich hätte jetzt einfach mit dem Automat schlafen können. Und hätten wir den Zeitverlust nicht gehabt. Gut, wen hast du denn verloren? Drei T1-Beschützer und zwei Animisten? Nee, ein Animist und zwei Beschützer. Ach ja. Eine TR2 und zwei Tier-1-Einheiten. Ich meine, das macht man auch manchmal bei, das fliegt man auch manchmal bei automatischen Kämpfen weg, ne? Wenn man mal ganz ehrlich ist. Und da fliegt wieder ein Schutzschild aus dem Stadion. Juhu! Die jieten die mit Gewalt davon. Ja, war schon krass. Also schon krass. Das war jetzt eine echte Herausforderung, muss man schon sagen. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn wir aufhören wollen, müssen wir die Runde auf jeden Fall beenden, weil der ja den Anfang der nächsten Runde abspeichert. Oder wie war das letztes Mal? Da hatten wir doch irgendwie Ärger gehabt, dass er uns irgendwie zurückgesetzt hat. Ich glaube, wir müssen das dann, ja, also am Anfang der nächsten Runde oder sowas. Genau, jetzt einfach so rausgehen, dann fehlt irgendwie wieder was, gell? Dann müsste ich den ganzen Kampf nochmal machen, ja. Gut, dann ziehen wir das mal durch. Wer steht denn hier rum? Speer. Diese komischen itzibitzi kleinen Krokodildrachenviecher reiten auf Raptoren. Ugh. Hier steht der Drache. Ein hässlicher Bastard. Nur Scheiße, was der da mir anbietet. Statthalter von Hartfang. Ich sollte auch mal einen Drachen spielen. Ich erstelle so einen kleinen Dackeldrachen. Alles ganz kurz, außer Körper, den ganz lang. So, was mache ich denn? Was Cooles. Otaheim hat eine Taverne produziert. Gut. Zaubergehärtete Schilde. Ritz mal ein paar Runen drauf, was? Nie verkehrt. Neue Reichsentwicklung. Genau, das hätte ich gern. 150 Imperium, das kriege ich dann nächste Runde. 3 Gold pro Einheitenstufe der im Kampf getöteten Einheiten. Das ist recht profitabel. Jetzt darf ich erst urtümliche Spinnen beschwören. Vielen Dank, dass du mich so lange hast warten lassen, kleines Buch. So, damit bin ich fertig. Das muss Pause machen. Ja. Könnt dann, glaube ich, drücken. Du könntest schon. Okay, dann warte mal. Dann mache ich meinen Zug noch so schnell ich kann durch. So schnell du kannst. So schnell ich kann. So, das bringt jetzt hier nichts mehr. Der Spaß mit dem Außenposten. Oder riskiere ich es trotzdem da unten? Ich glaube, ich baue mir rechts oben dann noch eine Stadt hin. Die steht ja da relativ sicher. Oder links oben, wenn ich da das große Vogelnest ausgeräumt habe, sind sehr viele Boni, die dann in der Gegend rumhängen. Der Astraltau, eine Goldader. Wobei da, wo der Ritualkreis ist, den ich abreißen will, stehen auch viele gute Sachen. Ich glaube, wenn ich genau auf den Ritualkreis eine Stadt bauen würde, das würde sich lohnen. Tu mal so, als könnte ich mir das merken bis nächste Woche. Könntest du ja auch einfach aufnotieren, das ist völlig verrückt. Okay, ich habe leider kein Dokument für Age of Wonders 4. Nimm dein Notizblatt. Scusi. Da sind kleine Dinosaurier drauf, die muss ich aufsparen, okay? Okay. Wir können jetzt Runde Ende klicken und dann. Er sagt Dino stark rechts unten in der Ecke. Okay, danke für die Info. Dino stark. Okay, ja, müssen wir jetzt beende Runde klicken und dann ist er wieder am Anfang fertig, ja. Ja. Okay, dann machen wir das mal. Okay. Cool. Dass ich jetzt noch verkacke um die späte Zeit. Kenn mich doch. Da stehen Sachen drauf auf dem Notizblock hier. Ich glaube, das ist Wartales gegen die Piratenkapitäne. Da habe ich da mitgeschrieben. Köstlich. Echt großartig. Das ist ja schon seit einer Weile drauf, glaube ich. Die hatten. Ich glaube, in dem DLC, nicht in dem Tavernen-DLC, in dem Piraten-DLC, musste man Duelle gegen so Piratenkapitäne führen und die
waren so Stein, Schere, Papier, aber man musste halt immer erstmal herausfinden, was sie für einen Move vorhaben. Die haben den vorher immer gerufen. Das habe ich mir dann immer notiert, damit ich maximal einen Punkt Gesundheit verloren habe gegen die. Faszinierend. Gut, dann mache ich jetzt nix. Ich auch nicht. Ich und du sagst allen Leuten Tschüss. Andere Herrscher haben einen Krieg begonnen. Ich sag allen Leuten Tschüss. Nihilis hat Noctus den Krieg erklärt. Genau. Liken und abonnieren nicht vergessen und gruscht, ne? Seid da artig bitte. Ja, dann weiß ich da Bescheid. Und nein, Cubims, ich habe versehentlich mit dieser sogenannten Armee gewonnen. Okay, gut. Genau, geht zum Bandcake28 auf YouTube und liken und abonnieren. Ich sehe, wenn ihr es nicht gemacht habt. Mhm. Und dann ist er ganz finster. Mhm. Okay, dann ciao, ciao. Ciao.